Herzlich willkommen bei Mal ganz grundsätzlich bei der ersten Podcast-Episode. Mein Name ist André Lampe und Mal ganz grundsätzlich ist nicht nur ein Podcast, sondern auch immer eine Live-Show und ein Gespräch bzw. Interview. Was ich mir gedacht habe ist, ich lade jemanden ein in eine Kneipe, wo wir in netter Atmosphäre zusammensitzen und wir bearbeiten ein Thema, wie der Name schon sagt, ganz grundsätzlich. Und dieser Gast kennt sich sehr, sehr gut aus mit diesem Thema. Manchmal sage ich auch, wer es ist. So wie in der ersten Folge, mal ganz grundsätzlich Proteine, die ihr jetzt gerade hört, wird das Dr. Janine Kirstein sein vom Leibniz-Forschungsinstitut für molekulare Pharmakologie in Berlin-Buch. Mit ihr spreche ich über Proteine und das, woran sie so forscht und so weiter und so fort. Wir fangen sehr, sehr grundsätzlich an und gehen dann ganz schnell dahin, wo sie ihr Arbeitsgebiet hat. Manchmal wird es so sein, dass ich nur den Vornamen sage, dann ist also Bernd zu Gast oder Laura. Und die betreffende Person kennt sich dann auch sehr gut mit einem Thema aus. Aber wenn ich nur den Vornamen sage, verrate ich nicht, ob das ein Wissenschaftler ist, ob das ein Handwerksmeister ist oder ein Politiker oder sonst irgendjemand, der sich wirklich gut mit einem Thema auskennt. Aber dann besprechen wir trotzdem zusammen in der Kneipe dieses Thema erschöpfend und da gibt es auch ein bisschen Interaktion mit dem Publikum, sodass man Fragen stellen kann und so weiter und so fort. Wenn dann diese Podcast-Episode rausgekommen ist, wo ich nur den Vornamen gesagt habe, wird es ein, zwei Tage danach noch eine weitere Podcast-Episode geben und da treffe ich mich dann mit meinem Gast oder meiner Gästin nochmal in einem Zwiegespräch, nachdem wir in der Kneipe waren und frage, wie es war. Und dann sprechen wir aber auch darüber, was der Beruf ist oder warum sich jemand so gut mit dem Thema auskennt, wie er dahin gekommen ist und auch alles Mögliche persönlich. Also, das sind die zwei Formate. Entweder habe ich einen Experten oder eine Expertin da, wo ich das direkt sage und wir besprechen ein Thema erschöpfend bis dahin, wo sich der Experte oder die Expertin sehr, sehr gut auskennt. Oder ich sage nur einen Vornamen und wir führen das Thema ganz grundsätzlich ein, sodass die Leute auch Fragen stellen können. Und danach gibt es dann noch ein längeres Gespräch mit dieser Person, um sie besser und genauer kennenzulernen, warum sie sich so gut auskennt. Das war's zum Format, was mal ganz grundsätzlich angeht oder kurz MGG. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Hören der ersten Folge mal ganz grundsätzlich Proteine mit Janine Kirstein. Einen zauberhaften guten Abend und herzlich willkommen bei mal ganz grundsätzlich Proteine im Rahmen der Science Week. Schön, dass ihr alle da seid und euch ein bisschen was über Proteine anhören wollt. Mein Name ist André Lampe und ich werde so ein bisschen durch den Abend führen und ich spreche mit meinem Gast Janine Kirstein. Schönen guten Abend. Ja. Wir werden ein bisschen grundsätzlich über Proteine sprechen und dann auch darauf hinauskommen, woran Janine forscht. Das hat zu großen Teilen mit Proteinen zu tun, ist aber dann natürlich, wie sich das für eine Wissenschaftlerin gehört, dann auch relativ spezifisch ein besonderes Fachgebiet. Aber wir fangen grundsätzlich erstmal mit Proteinen an. Die ganze Geschichte hier findet im Rahmen der Science Week statt. Ihr habt vielleicht auch den Würfel vor der Tür gesehen. Das zeigt ja immer, dass wir ein Spielort der Science Week sind. Und wir wollen auch so ein bisschen interaktiv sein und auf den Tischen vor euch, wenn ihr euch so umguckt, überall da, wo eine Kerze steht, könnte man sagen, hier vorne ist auch noch ein ganz wundervolles Sofa frei, nur so für die, die ganz weit da hinten, also muss man nicht, oder Stühle oder auf den Tischen liegen Karten und Stifte. Wenn einem zwischendrin auffällt, so, dazu hätte ich jetzt gerne vielleicht nochmal eine Nachfrage oder sowas, einfach die Frage kurz auf die Karten schreiben und dann vielleicht einmal winken, wenn man fertig geschrieben hat. Da gibt es nette Damen, genau, da hinten. Die beiden, die jetzt winken, die unter dem Kugelbahn, unter der Kugelbahn-Leuchtreklame, einfach mal in deren Richtung winken, die sammeln dann die Karten ein und ich bemühe mich dann sehr, dass ich das hier in unsere Unterhaltung mit einbaue. Und wie man ganz deutlich sieht, wir haben
auch ein Live-Zeichner, Roland Brückner, der sitzt da vorne relativ zentral und wird auch den Abend über das Ganze so ein bisschen illustrieren. Und er hat auch schon angefangen. Wie schön. Ja, und dann würde ich erstmal direkt anfangen. Du bist vom Leibniz-Institut, Leibniz-Forschungsinstitut für molekulare Pharmakologie in Berlin-Buch. Genau. Und direkt die Forschungsgruppe Protein-Homöostase im Alterungs- und Krankheitsprozessen ist dein Fachgebiet. Genau, das ist der Arbeitstitel. Ja. Okay, dann es kommen Proteine bereits im Arbeitstitel vor. Was sind denn Proteine? Gibt's eine handfeste, kurze Definition davon? Ich glaube, den Begriff, den jeder besser vielleicht kennt, sind Eiweiße. Und das sind letztendlich auch Proteine. Proteine findet man überall. Proteine sind überall eigentlich alles, was wir anfassen, aus dem wir bestehen. Unsere Haare zum Beispiel sind Proteine. Die haben strukturelle Aufgaben. Wenn man jetzt zum Beispiel an ein Spinnennetz denkt, dann sozusagen das Spinnennetz ist auch aus Proteinen aufgebaut. Proteine haben aber auch eine Funktion, dass sie für unseren Stoffwechsel ganz elementar sind. Jeder, der vielleicht ein Armbrot hinter sich hatte, dass das auch verdaut wird, das geschieht durch Proteine. Proteine findet man wirklich, also die sind in jeder Zelle, in jedem Organismus vorhanden. Und die sind aus Aminosäuren aufgebaut. Und aber jetzt nochmal kurz zurück zu der Nahrung, das, was du jetzt eben gerade gesagt hast. Proteine sind auch daran beteiligt, dass etwas verdaut werden kann. Genau. Aber ich würde jetzt erstmal darauf abzielen, es gibt Proteinriegel, die irgendwo im Supermarkt herumliegen und auf irgendwelchen Lebensmittelverpackungen steht dann auch mal Eiweiß oder Proteingehalt von einem Müsli oder von weiß der Geier was drauf. Aber das sind ganz genau dieselben, die auch an der Verdauung beteiligt sind. Nee, nicht unbedingt. Also die Proteine, die müssen wir aufnehmen, einfach aufgrund dessen, dass sich sozusagen die Zellen in unserem Körper ständig erneuern. Nicht alle, aber die meisten tun es. Das heißt, wir haben ständig Bedarf an neuen Aminosäuren, die Bausteine sind. Also kann man sich vorstellen, wie so Lego-Bausteine für unsere Proteine, die wir dann selber sozusagen auch synthetisieren oder herstellen im Körper. Und dafür brauchen wir natürlich dann die Nährstoffe. Das heißt, wir müssen schon zusehen, dass wir auch Proteine in unsere Nahrung aufnehmen. Idealerweise sollten es die identischen Zusammensetzungen sein von den Proteinen, die wir im Körper dann noch haben. Das heißt, es bringt also nichts, sich sozusagen nur eine gewisse Proteinquelle rauszusuchen. Also wenn man jetzt zum Beispiel nimmt, die man normalerweise kaufen kann, diesen Eiweißriegeln, das sind dann ganz spezifische, die aber jetzt nicht wirklich repräsentativ sind für unsere Proteine, die wir im Körper haben. Also man sollte so divers essen wie möglich, also nicht nur Soja oder also diese sozusagen Proteine, sondern wirklich auch durchaus auch Vielfalt an Gemüsen, an Fleisch, an sozusagen das, dass man das überall findet und die dann aufnehmen kann. Ja. Genau, und der Name Eiweiß, das ist ja so ein bisschen orientiert. Ich habe hier auch eine Packung Eier auf dem Tisch liegen. Mhm. Und du hast mir verraten im Vorfeld, wir können ein super Experiment dazu machen, um irgendwie direkt mal so ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert das mit den Proteinen oder mit dem Eiweiß. Mhm. Ich würde da jetzt mal direkt zu übergehen, dass ich jetzt mal ein kleines Ei aufschlage. Also, ich versuche mal hier live ein Ei aufzuschlagen. Also die Idee dahinter ist, jeder kennt Eiweiße, dass wirklich das Ei klar aus Proteinen besteht. Und was wir sozusagen jetzt hier zeigen wollen, ist, wir wollen es einfach mal abtrennen vom Eigelb. Das ist auch voll mit Fetten und also das ist eigentlich das, was so lecker ist. Das Eiweiß ist das Gesunde. Und das besteht sozusagen zu nahezu 100% aus Proteinen. Und genau mit dem sozusagen, jedes Protein hat immer eine dreidimensionale Struktur. Sozusagen, es hat eine gewisse sozusagen Konformation. Und die wollen wir jetzt zerstören. Und das kann man durch Zugabe. Ja, also man kann es kochen, ne? Man könnte es kochen, wir könnten jetzt ein Ei braten. Aber ich habe jetzt einfach mal Prima Sprit besorgt. Der heißt tatsächlich so. Weißt du, wer kennt Prima Sprit? Das ist für, ich lese mal, das ist nichts Schlimmes, ich lese mal für Ihren hausgemachten Früchtetopf oder Beerenaufsatz und Eierlikör 69,9 Volumenprozent. Ja, also man kann das einfach zu Hause nachmachen, man braucht aber so entweder diesen Prima Sprit oder es gibt natürlich noch Strohrum oder
Reinigungsalkohol und so. Aber ich will es nicht vorwegnehmen. Du warst genau. bei, wir einfach, wollen sie kaputt einfach machen. Mal, einfach mal raufkippen und dann, wir können sozusagen zuschauen, was jetzt passiert. Das kann doch jeder zu Hause nachexperimentieren. Und man sieht, es wird plötzlich flockig. Also man sieht sozusagen die obere weiße Schicht, das wird sozusagen mit sich auch zunehmen über die Zeit. Es wird sich verstärken, der Effekt, auch wenn man vielleicht das ein bisschen schüttelt und vermengt mit dem Ethanol, dass der oder Alkohol, dass der überall rankommt. Und was jetzt hier passiert ist, ist, dass ich sozusagen mit dem Alkohol, dem Protein, das Wasser entzogen habe, sozusagen dem Protein gemischt. Das war ja nicht eine trockene Substanz, das Eiweiß. Ich habe das Wasser jetzt sozusagen rausgezogen mit dem Alkohol und dadurch fallen sozusagen die Strukturelemente von so einem Protein einfach ineinander, es kollabiert. Also es fehlen dann sozusagen die Wasserstoffbrückenbindung, diese heißen dann so, und die sozusagen fallen jetzt weg. Und das Protein kollabiert und hier oben haben wir jetzt sozusagen das ausgefallene Protein. Das an der Aminosäuresequenz hat sich gar nichts geändert. Das hat einfach nur jetzt seine Struktur verloren. Ich würde das mal, damit man sich das genauer angucken kann, weil es ja nur so ein kleines Glas, ich würde das rumgeben, ja. Also nicht trinken. Bitte nicht trinken. Ja, ich habe so ein bisschen Angst, mich zu bewegen. Danke. Das ist quasi jetzt auch noch in der Entwicklung, es passieren noch Sachen. Aber ist das dann dieses, dass das Wasser entzogen wird und sich da diese Fäden bilden und so, kann man das vergleichen mit demselben Effekt, wie ich das eben gesagt habe, dass das beim Kochen auch passiert? Oder ist das ein bisschen was anderes? Ist ein bisschen was anderes, sozusagen beim Erhitzen, was dann passiert, ist auch eine Proteinaggregation, aber ich entziehe jetzt nicht das Wasser, es ist ein anderer Effekt, der einfach dann passiert. Aber auch hier durch das Erhitzen werden Strukturelemente, die das Proteingerüst hat, einfach sozusagen weggenommen, eliminiert und das Protein verklumpt, das Protein aggregiert. Aber es ist nach wie vor immer noch da und wir können das immer noch genauso gut verdauen. Genau. Also das spielt keine Rolle dafür. Aber dahinter steckt auch so ein bisschen die Geschichte, warum Proteine, beziehungsweise warum Kochen in unserer Evolution, also dass der Mensch zum modernen Mensch wurde, eine Rolle spielt, weil der Garprozess hängt da auch mit zusammen. Also wie hat dieses Verklumpen oder andere Struktur bringen was damit zu tun? Können wir es dann besser aufnehmen, besser spalten oder wie muss ich mir das dann... Auch, es ist sozusagen leichter verdaulich. Also wir alle sozusagen, wir sind als Mensch da auch darauf ausgelegt, auch evolutionär, dass wir ziemlich viel essen können und ziemlich viel abkönnen. Also wir könnten auch rohes Fleisch zu uns nehmen, das wäre jetzt kein Problem. Aber es macht es einfacher für die Verdauung. Also es bereitet das Ganze schon mal so vor. Und letztendlich, was in unserem Magen passiert, sobald wir etwas aufnehmen, auch ein Protein, ein Fleischstück in unserem Magen ankommen würde, würde es auch sofort sozusagen seine Struktur und Konformation verlieren. Aufgrund der Besonderheit, dass in unserem Magen ein sehr saurer pH-Wert oder ein sehr saures Milieu herrscht. Und das ist eine andere Form, wie ich auch wiederum ein Protein zerstört kann. Das heißt, es geht alles in die Richtung, dass ich letztendlich das Protein irgendwie auseinandernehmen möchte. Denn ich bin am Ende interessiert an den einzelnen Bausteinen, an den Aminosäuren und nicht an den Proteinen als Ganzes. Und das sozusagen kann man durch den Garprozess beschleunigen, den Vorgang. Und der zweite Effekt ist, die Sachen sind einfach länger haltbar. Das ist der zweite. Also rohes Fleisch verrottet sehr viel schneller, ist anfänglicher oder ja sozusagen kann leichter so von Bakterien besiedelt werden, als wenn es etwas gekocht ist. Oder gepökelt oder in welcher Form auch immer schon weitergearbeitet wurde. Okay, und das gilt aber nicht nur für Fleisch, sondern auch für pflanzliche oder wenn es dann irgendwie in Getreide oder sowas. Ne, okay, das ist ja auch Pflanzen. Aber in uns Menschen, also es sind halt tatsächlich dieselben Bausteine. Ja, also diese korrekt. Aminosäuren bilden dann quasi eine Kette und die wabert so rum, hat eine bestimmte Struktur. Aber diese kleinen Aminosäuren, wie muss ich mir das so im Verhältnis vorstellen? Wie viele machen so ein Protein aus? Sind das drei? Sind das 200? Oder? Es gibt 20 verschiedene, die wir haben. Und sozusagen die Abfolge der Aminosäuren liegt letztendlich fest, wie das Protein aufgebaut ist, was das Protein macht, wo es sich befindet im Körper und welche Funktion es überhaupt wahrnimmt. Aber die 20 Aminosäuren, das ist dann... Das ist unterschiedliche Aminosäuren, ja. Genau, aber es sind 20 verschiedene, aber die sind... Diese 20 sind sowohl in einem Tier, also in einer Kuh, in einem Schwein, das wir essen, in dem Hund, den wir hoffentlich nicht essen, sondern der, mit dem wir Gassi gehen, aber genauso in uns, in Brokkoli, in Rosenkohl, in Tomaten, das sind alles immer dieselben 20 Aminosäuren. Genau, korrekt. Und sozusagen die Länge, sozusagen, die kann natürlich extrem variieren von den Proteinen. Es gibt kleine Proteine, große Proteine, die können große Komplexe bilden oder allein vorkommen, das variiert natürlich extrem.
Und deswegen, das ist eben der Grund, warum ich erstmal ein Protein auseinanderbauen muss. Ich habe dann die Aminosäuren und kann dann jedes x-beliebige Protein in meinem Körper herstellen, in jeder einzelnen Zelle. Okay, das heißt also, ich nehme die auf und spalte die Proteine in die einzelnen Aminosäuren und kann sie dann wieder im Körper zusammensetzen, um daraus dann quasi eigene Proteine, mit denen ich dann so lustige Dinge tun kann, wie atmen, durch die Gegend laufen und zum Beispiel Stoff, Dinge verstoffwechseln. Aufbauen, Ja. Okay, aber und jetzt so zur Größenordnung nochmal. Du hast gesagt, es gibt diverse verschiedene Größen davon. Was ist so kleinste Protein und größte? Gibt es da irgendwie so eine Einteilung oder wird das schwierig, das allgemein zu sagen? Es gibt sehr große Proteine. Titin zum Beispiel ist ein Protein, was sich im Herzmuskel befindet. Das ist ein sehr, sehr großes Protein. Es gibt viele kleine, die als teilweise nur als Signalstoff wirken im Körper, die eine kurze Lebenszeit auch nur haben, die sozusagen einer Zelle sagen, dass eine bestimmte Bedingung vorherrscht oder auch nicht und ich darauf reagieren sollte. Dazu gehören zum Beispiel Hormone. Teilweise sind die halt aus Proteinen oder bestehen die aus Proteinen und oder Liganden. Und das sind einfach Botenstoffe im Körper. Und die sind dann sehr klein. Da gibt es keine Notwendigkeit, dass man die besonders groß gestalten muss. Und Proteine können sich auch zusammenlagern und die können dann ganz große Komplexe bilden. Das geht auch, dass man viele verschiedene Untereinheiten nutzt. Aber also groß im Sinne von, das ist dann schon immer noch mikroskopisch klein, nicht so groß, dass dass man sagen kann, ich kann die irgendwie mit dem bloßen Auge oder mit einer Lupe sehen. Genau. Es ist dann immer noch mikroskopisch klein, aber im Vergleich zu einer Aminosäure, vielleicht mal so Aminosäure, wie groß könnte man sich das vorstellen? Kann man das in Atomen sagen? Ist das sozusagen die Größenordnung oder die Größenangabe, die wir im Labor nutzen, ist Dalton. Das sagt einem jetzt nicht wirklich viel. Das ist so eine Aminosäure, ich gebe mal einfach nur als Hausnummer, ungefähr 110 Dalton. Und so ein Protein ist aus ganz vielen verschiedenen sozusagen aufgebaut und man fängt eigentlich so an, so ein durchschnittliches Protein hat vielleicht, sagen wir mal, 100 Kilodalton, also 100.000 von diesen sozusagen. Und das ist dann so, dass man ungefähr eine Relation hat, wie viele unterschiedlich ich eigentlich brauche, damit ich sozusagen ein großes Protein aufbauen kann. Also dann so 100 Kilodalton wären dann 1.000 Aminosäuren so ungefähr über den Daumen. Und Aminosäure ist irgendwie, da hatte ich jetzt so als Gefühl, Säure ist jetzt immer ein relativ kleines Molekül. Also sind dann vielleicht 20 Atome? Teilweise ja, also die variieren auch in ihrer Größe, aber grundsätzlich ja. Okay, so ungefähr. Dass man sich das vielleicht so vorstellen, okay, Atom ist immer noch so ein etwas abstraktes Gebilde, aber 20 Atome eine Aminosäure und dann Protein durchaus ungefähr. Auch mal 1000 von diesen Aminosäuren. Also schon noch klein, aber dann für einen Biochemiker, der damit arbeitet, dann doch schon irgendwie ein großes Gebilde. Ja. Okay. Und wir haben jetzt eben schon mal so ein bisschen Einblick bekommen. Du hast als Beispiel dieses große Protein, was im Herzmuskel sitzt. Wie funktioniert das, dass die dann aufgebaut werden? Also wie macht die Zelle das, wenn wir das aufgenommen haben? Gut, das wird irgendwie über einen Verdauungstrakt aufgenommen. Wir wollen jetzt nicht hier, wie war einmal das Leben, ganz genau auseinandernehmen, aber wenn ich da jetzt einfach so Aminosäuren in meiner Zelle herumfliegen habe, wie wird daraus neues Protein gebaut? Okay. Also es gibt jetzt sozusagen, als erstes brauchen wir die Information, wann muss überhaupt ein Protein gebildet werden? Und die Information, die sozusagen muss die Zelle erhalten, wann brauche ich es, wann habe ich einen Mangel, wann muss ich jetzt auf irgendwas reagieren? Und der erste Schritt ist, dass ich das entsprechende Gen dafür ablese, das Gen, was für dieses Protein kodiert. Und aus diesem Gen, was natürlich auf DNA kodiert ist, muss ich zunächst durch auch ein Enzym, was ein Protein ist, was aus Aminosäuren besteht, also so schließt sich der Kreis wieder, das liest sozusagen das Gen ab und bildet ein sozusagen Zwischenmolekül, was eine RNA ist. Und diese RNA wird transportiert raus aus dem Zellkern, wo sich die DNA ja befunden hat, in das Zytoplasma. Und im Zytoplasma gibt's solche Proteinsynthesefabriken, die nennen sich Ribosomen. Und das Ribosom erkennt diese mRNA, setzt sich drauf und liest diese ab und synthetisiert dann daraus aufgrund der Funktion, des Codes in dieser RNA das Protein. Fischt sich sozusagen jede einzelne Aminosäure und bildet dann sozusagen aufgrund des Codes dieses neue Protein und synthetisiert das. Da noch einmal langsam Zelle.
Außenhaut, da drin sitzt das Zytoplasma, irgendwo in der Mitte ist der Zellkern. Mhm. Im Zellkern haben wir die DNA. Genau. Die, da drauf sitzen verschiedene Gene, das sind quasi kleine Abschnitte, werden abgelesen und dann kommt diese mRNA, ist Englisch Messenger-RNA. Genau. Ja. Also die kommt nach außen. Mhm. Das die ist wird quasi, austransportiert. Quasi der, die Kopie von einem Bauplan für, ja, für ein Protein. Genau, genau. An der Stelle? Ja. Ja. Okay, also es wird ein Bauplan für ein Protein abgelesen und dann in die Ribosomen, diese, die das herstellen quasi. Genau. Die nehmen die RNA und dann sagen sie einfach so, ich bräuchte mal 12 Aminosäuren, ja, grüne oder... Okay, also die Aminosäuren, die sozusagen sind natürlich frei im Zytoplasma sozusagen verteilt und die werden erkannt. Ganz spezifisch jetzt auch wieder von einem RNA-Molekül, was sich als tRNA oder Transfer-RNA bezeichnet ist. Die werden gebunden und festgehalten. Und diese tRNA hat sozusagen eine Bindungsstelle sowohl am Ribosom als auch an diese mRNA und setzt sich dann da drauf. Und die passen ganz genau nur auf diese einen Stelle rauf, wo sie auch dann diese Aminosäure inkorporieren sollen. Und das Ribosom sozusagen nimmt dann diese freie Aminosäure, die jetzt sozusagen reingeflogen kam, und nimmt die und sozusagen fängt das an als Start sozusagen, als Synthesestart. Dann kommt die zweite, es rutscht dann ein Stück weiter sozusagen auf diese mRNA, kriegt die zweite tRNA mit ihrem beladenen Aminosäure und setzt die zweite oben drauf. Und sozusagen rutscht dann sozusagen peu à peu über das gesamte mRNA-Molekül und es wächst am Ende sozusagen so eine Aminosäurekette und die kommt aus dem Ribosom heraus. Es gibt so wirklich so einen Tunnel, der nach außen sozusagen dann die Aminosäurekette rausschiebt. Also und dann kommt sozusagen, wird es nach außen hin auch in die Zelle geliefert, ja, als fertige Aminosäurekette. Finde ich ja auch faszinierend. Also Proteine sind sowas wie das Schweizer Taschenmesser vom Körper, könnte man sagen. Weil das Ribosom ist selber ein Protein und stellt Proteine her. Also es ist tatsächlich ein Loch und es fängt dann quasi an mit der ersten Aminosäure, die auf dieser mRNA ist. Mhm. Die rattert quasi Stück für Stück durch, genau, und dann kommen von außen dafür die sorgen belanden tRNAs. tRNA. Mhm. Dafür, dass die einzelnen Aminosäuren drankommen. Und dann, aber wir haben ja eben schon gesagt, so, das sind große Gebilde und so, aber jetzt kommt da tatsächlich erstmal nur eine Kette raus. Mhm. Genau. So, und diese Kette muss natürlich am Ende ihre dreidimensionale Struktur erhalten. Und das ist sozusagen ein großes Mysterium, das ist unter anderem, woran ich arbeite. Woher weiß diese Kette, wie sie am Ende aussehen soll, welche Funktion sie haben soll. Welche Struktur dafür? Soll sie mit jemand anders noch binden und interagieren die ganze Zeit, um aktiv zu sein oder alleine eine Funktion wahrnehmen? Und es gibt in der Zelle so ein paar Helfer, die da ein bisschen mehr drüber wissen, über das eigene Protein. Das sind die Anstandsdamen, von denen wir im Vorfeld gesprochen haben. Also das sind molekulare Chaperone. Chaperone aus dem Französischen, die Anstandsdamen. Die haben den Namen daher bekommen. Es macht durchaus Sinn. Dass sozusagen die sicherstellen, dass diese Kette, die nun jetzt gebildet wird, nicht Kontakte eingehen soll, die sie nicht eingehen soll, für die sie nicht bestimmt ist. Das heißt, die passen ganz genau auf, dass sozusagen eine richtige Konformation eingenommen wird und dass sie nicht mit anderen sozusagen Molekülen in der Zelle irgendwie was anfangen, was nicht produktiv sein könnte. Okay, Anstandsdamen sind ja normalerweise, um genau Produktivität zu unterbinden. Aber wie machen die das? Mhm. Also haben die dann so das Äquivalent von zwei Rohrstöcken dabei und hauen auf andere Proteine drauf? Also das ist ja jetzt, in der Zelle ist viel los. Da flitzen Aminosäuren rum, da sind diese RNA-Dinger, also da kann ja schon relativ einfach an die Kette was drankommen. Ja, also man kann sich auch so vorstellen, die Zelle, die ist wirklich, das ist jetzt nicht nur eine wässrige Lösung, wo hier und da mal ein Protein ist, sondern das ist extrem dickflüssig, so eine Zelle. Also so ein bisschen so wie das Eiweiß, was man jetzt aus dem Ei auch, wenn man es trennt, sieht man ja auch, dass es halt so ein Blob ist, dass es zusammenhängt, dass es recht zähflüssig ist, viskos. Und genauso ist es in der Zelle auch, die Zelle ist voll mit Protein. Das heißt, es ist wirklich elementar wichtig, dass man sicherstellt, dass jedes Protein die richtige Konformation annimmt und auch stabil ist in dieser Konformation. So, wie schaffen das jetzt Chaperone? Also Chaperone, die sozusagen erkennen Bereiche in Proteinen, die nicht nach außen zeigen sollten. Ach
Also es in gibt der Kette, sozusagen, die genau, gerade frisch genau. rauskommt. Also wenn ich jetzt am Ende ein fertiges Protein habe, dann kann ich mir so vorstellen wie so ein Ball. Ja, also so relativ, was wir als globulär bezeichnen, also ballförmig. Und nach außen hin ist alles sozusagen schick, sagt man mal. Ne? Das sind so praktisch, es hat eine ähnliche Umgebung, chemisch gesehen, wie auch das, sozusagen das Zytoplasma. Das ist eine wässrige Umgebung, das heißt wasserlöslich. Und alles gut. Und im Inneren von dem Ball sind aber Bereiche, die niemals nach außen zeigen sollten. Und die bezeichnen wir als hydrophob. Das heißt, die sind eher fettlöslich. Jetzt ist aber die Zelle nicht eine fettige Lösung, sondern die ist eher wässrig. Das heißt, diese Bereiche sollten immer nur im Inneren sein. So, und jetzt ist aber, wenn ich jetzt das Protein synthetisiert habe und das kommt aus dem Tunnel vom Ribosom raus, dann habe ich natürlich auch Bereiche, die ja noch gar nicht in der Mitte sind, sondern die sind ja noch nackt, wenn man es so bezeichnen möchte. Und die Chaperone erkennen genau das und setzen sich an diesem Bereich ran. Dann schützen es damit, sozusagen, dass die anderen sozusagen Regionen, sozusagen die noch recht so flapsig sozusagen schon draußen hängen, dass die sich dann umfalten können und dann sozusagen diesen Bereich, der jetzt geschützt ist durch das Chaperon, auch inkorporieren können und dass sich das sozusagen nach drin sozusagen rein verschlingt und dann im Inneren sozusagen versteckt wird. Wenn das erfolgreich passiert ist, ist das Protein, ist alles wunderbar. Dann wird das sozusagen komplett freigesetzt und das Chaperon hat dann auch keine, wir bezeichnen es Affinität, aber es hat keine sozusagen, also die Bindung sozusagen ist extrem sozusagen schwach. Also es mag da gar nicht mehr dran binden, weil einfach keine Bindungsstelle mehr vorhanden ist für das Chaperon. Ja, so, und das wenn jetzt wir jetzt so in dem Bild bleiben von der Anstandsdame, dann wäre es so irgendwie so, okay, wir haben jetzt, wir haben da jetzt irgendwie sehr, sehr lange und unsexy Kleider an. Da kann jetzt erstmal nichts genau. dran. Also es ist vernünftig verpackt. Es hat sozusagen die Bikini-Zone rangefasst vorher, das Chaperon, genau. Okay. Und jetzt ist sozusagen das versteckt und alles ist sicher. Genau, und das ist halt so bei jeder Synthese, bei jedem Protein, was von unserem Körper hergestellt wird, was ständig passiert, die ganze Zeit, passiert genau dieser Prozess, den ich gerade gesagt habe. Und das funktioniert in den meisten Fällen sehr, sehr gut. Jetzt kann es aber auch dazu kommen, dass diese Proteine, was wir jetzt ja forciert haben, dass die nicht ihr Leben lang stabil sind, sondern auch mal in einer Situation ausgesetzt sind, die wir als Stress bezeichnen. Das haben wir jetzt getriggert durch den Alkohol. Das kann doch in der Zelle passieren. Jetzt vielleicht nicht durch Alkohol, aber durch andere Umwelteinflüsse. Das heißt, ein Protein kann doch mal die Konformation verlieren. So, und jetzt gibt's aber auch Anstandsdarm oder Chaperone, die spezialisiert sind genau auf diesen Fall, dass es eben schon fertig synthetisierte Proteine jetzt plötzlich zu einem Klient werden, also zu einem sozusagen, dass die plötzlich betroffen sind von der Missfaltung und jetzt plötzlich nach außen in Bereiche zeigen, die sozusagen eher fettlöslich sind. Also wie muss ich mir das genau vorstellen? Du hast eben gesagt, das ist so eher so kugelförmig, wenn Protein fertig ist, dann ist es irgendwie immer so ein Blob. Und da kann es mal passieren, durch Stress, wie das dann auch immer aussieht, kommen wir vielleicht auch gleich zu, dass sie dann irgendwie so aufklappen oder irgendeine Seite zeigen, die fettlöslich ist. Würde da nicht, also wenn das eine wässrige Lösung ist, passiert das dann tatsächlich, wird das sich nicht eh wieder zusammenschließen? Oder? Nein, nicht immer. Okay. Was dann aber passieren kann, ist, also du sprichst es schon an, dadurch, dass ich eine wässrige Umgebung habe, das stößt sich ab. Also man kann sich so vorstellen, wenn man eine fettige Suppe hat, man hat dann diese Fettaugen, ne, auf der Suppe drauf. Und was dann eigentlich passiert über die Zeit, wenn ich die jetzt stehen lassen würde, ist, also ich gehe eine halbe Stunde weg und komme wieder und gucke meine Suppe an, dann habe ich in der Mitte irgendwann so einen riesengroßen Fett sozusagen Blase, ja, oder Fetttropfen. Ich habe nicht mehr die vielen kleinen. Und genau das passiert mit diesen Proteinen, die hydrophoben Bereiche nach außen zeigen, also diese fettlöslichen, die finden schon andere Stellen in der Zelle, die ebenso fettliebende Bereiche nach außen hin zeigen. Das sind zum Beispiel andere Proteine, die ebenfalls missgefaltet sind. Das sind aber auch Membranbereiche, also von der Zellhülle, wenn man so will. Und die finden sich dann alle und klumpen zusammen. Und wenn die zusammenklumpen, das ist genau das, was die Zelle auf keinen Fall will. Denn dann hat man so einen ganz großen Blob in der Zelle und kann den nie wieder richtig auflösen. Das heißt, die Zelle stellt sicher, dass sobald ein Protein irgendwie ein Problem hat und nach außen hin was sozusagen Fettlösliches zeigt, dann kommen Chaperone ins Spiel, die genau darauf spezialisiert sind. Und davon gibt es eins, was wo man sich das wirklich so plastisch sehr gut vorstellen kann. Also man kann sich das so vorstellen, dass es wie ein Weinfass. Ein Weinfass kann sich jeder vorstellen. In Amerika würde ich sagen, so zwei Donuts übereinander. Hier würde ich sagen, Weinfass passt besser als Analogie. Es ist ein Weinfass sozusagen und hat eine Innenwandung, sozusagen hat es auch diese fettlöslichen oder fettliebenden Bereiche.
Und wenn jetzt das Protein, was so denn das Problem hat, sozusagen dieses Weinfass sieht und sieht, ah, die Innenwandung, das ist wirklich was, wo ich endlich mal ranhaften kann. Das hat also eine sehr hohe, sozusagen, also das mag da sehr, sehr gerne daran zu binden, wer sich dann endlich wohlfühlt, ist es irgendwo endlich angekommen. Das heißt, dieses Protein geht gerne da in dieses Fass rein, bindet an diese Wandung und bleibt da haften. So dieses Chaperon, dieses Weinfass, erkennt das und weiß, ah, ich habe jetzt jemanden hier drinnen, der ist hier sozusagen gerade reingeschwommen. Jetzt muss ich natürlich sicherstellen, dass ich das Weinfass schließe. Und es bindet ein zweites sozusagen Protein drauf, was ein Deckel ist, und schließt das Weinfass ab. Und das setzt eine Signalkaskade in Gang, was dann kommt, sozusagen das ATP-Molekül ist sozusagen die, wenn man so will, die Währung in der Zelle. Also man braucht für alles Energie. Ne? Also und sozusagen das ATP dockt an, und in dem Moment, wo sozusagen das Protein das ATP sieht, nutzt es die Energie und vollführt eine Änderung in der Konformation innerhalb dieses Chaperons. Und dieses Weinfass, was jetzt passiert nach ATP-Bindung, ist, dass es erstmals diese fettlöslichen Bereiche, die nach innen gezeigt haben, diese Wandung, wo das Protein so schön dran gehaftet ist, dass die sich einfach drehen. Ja, also jede sozusagen Untereinheit von diesem Weinfass, also jede einzelne Strebe, drehen sich. Und durch diese Drehung haben sie jetzt plötzlich nicht mehr diese fettlösliche Bereich sozusagen zum Protein, was da drinne hockt, sondern es dreht sich und es exponiert jetzt, es zeigt jetzt eher die wasserlöslichen Seitenketten. Okay, da ja? muss ich jetzt einmal kurz zurück mit dem ATP. Also ATP ist eine Abkürzung für Adenosintriphosphat. Adenosin, ja? Genau. Aber ist einfach im dann Prinzip ist wie Geld. Die ist Energie Geld. Oder das Geld in der ja, Zelle. Wenn die Zelle irgendwas ausrichten will, dann braucht es erstmal irgendwie genau. Geld. Aber tatsächlich ist es so, wenn das Fass gebunden hat an den Deckel, also das Fass sagt, ich habe jemanden hier drin. Kommt ein Deckel dann auf. Kommt der Deckel und dann kommt das ATP. Okay, und dann, also nur wenn die beiden Proteine zusammen sind. Ja, sonst wäre es ja eine Geldverschwendung, will man ja nicht. Ja, genau. Ne? Genau. Dann kommt ATP, das ist im Prinzip wieder Fassmacher. So, wir machen jetzt das Fass zu. Und die Energie, die über das ATP reinkommt, heißt dann, also dieses Fass ist. Im Prinzip könnte man sagen, wenn man im Fassbild bleibt, man dreht die Latten einmal um. Genau. Und genau so ist es, ja. Innenwand ist fettliebend und jetzt ist plötzlich das gefangene Protein sieht plötzlich, eben wollte ich hier noch gerne drin sein, genau. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Und jetzt, genau, das ist das Problem sozusagen, sobald ich mich gedreht habe, sozusagen das Protein, was so schön dran gehaftet hat, will jetzt überhaupt nicht mehr an dieser Wandung haften und es wird abgestoßen. So, das Problem ist, dass ich nicht einfach weggehen kann, weil das passiert reihum an jeder einzelnen Stelle. Und das ist nicht besonders groß, sozusagen dieses Fass in drinne. Das heißt, ich bin da schon echt eng und werde von jeder Seite als Substrat, als Protein abgestoßen. Und was dazu führt, ist einfach, dass dieses Fass so ein passiv-aggressiver Mechanismus zwingt, das Substrat eine andere Konformation anzunehmen. Ja, in der sozusagen, dass es dann plötzlich gezwungen ist, ich werde von allen Seiten abgestoßen, ich muss irgendwas verändern. Und wird dadurch sozusagen, nimmt es eine andere Konformation ein und verändert sich einfach, indem es einfach irgendwie einen Seitenarm sozusagen hier reinsteckt. Und dann hat es eine andere Konformation und eine andere Struktur, wenn man so will. Und plötzlich fühlt es sich wesentlich wohler, weil ich habe jetzt dieses hydrophobe Element einfach mal weggesteckt. Und also mit das, der Seite, was fettliebend genau, ist jetzt plötzlich genau, wieder ist im weg, Protein. Ist im Inneren irgendwo und ich kann sozusagen mit meiner Schulter oder so, ist schon wesentlich besser an der Wandung, das passt. Und wenn sozusagen das passiert ist, in dem Moment öffnet sich der Deckel und das gefangene Substrat wird rausgeschickt. Und wenn sich es draußen wieder wohlfühlt, das heißt, alles nach außen zeigende ist wasserlöslich oder wasserliebend, ist alles prima und alles schick. Wenn das nicht ist, wiederholt sich dieser Prozess. Weil dann hat irgendeine Stelle in dem Protein ja immer noch eine sehr, sehr hohe Bindung oder sozusagen eine Affinität zu diesem Inneren vom Fass. Also möchte immer noch gerne randocken. Das heißt also im Prinzip, es ist so ein bisschen Trial and Error. Also, auf jeden Fall. Dieses Weinfass-Chaperon, sage ich jetzt mal, kommt an und sagt so, möchtest du nicht mal hier an mich rangehen? Und dann wird das Fass zugemacht, einmal ordentlich geschüttelt. Hoffentlich hat sich's dann irgendwie anders gestaltet, wenn es dann wieder rauskommt. Genau. Dann und es noch nicht gut ist, dann wird es wieder reingesteckt und noch einmal wird probiert, genau. Ja. Das heißt, es ist nicht so, dass dieses Protein dafür sorgt, dass das Protein, das Weinfass nicht dafür sorgt, dass das Protein zurückgefaltet wird, sondern irgendwas rückgängig gemacht wird, sondern es wird
quasi einmal durchgeschüttelt oder einmal diese Drehung passiert und dann hofft man, dass es sich wieder in die richtige Position zurückfällt. Genau. Also wie ist das irgendwie so in den meisten, in 90% der Fällen muss man nur einmal ins Fass rein oder ist das irgendwie so eine Sache wie 300 Karussellfahrten, bis man ganz schwindelig ist und dann geht es wieder? Das ist eine interessante Frage und das Kuriose ist, die ist eigentlich, es ist eine Frage, die eigentlich sehr offensichtlich ist. Man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht, wie oft ein Protein eigentlich so diesen Loop sozusagen durchführen muss, bis irgendwann entschieden wird, entweder ich bin sozusagen hoffnungsloser Fall und ich sollte vielleicht besser abgebaut werden oder das klappt nie was. Also das kann auch durchaus passieren, dass eine Zelle ganz viel Energie verschwendet und das funktioniert nie. Aber ich denke immer so in die Richtung, Evolution hat dieses Chaperon geschaffen, das Weinfass-Chaperon, das muss sich irgendwie bewährt haben. Wir alle haben das noch und in Bakterien findet man das auch. Also das ist wirklich hochkonserviert, das muss sich irgendwie bewährt haben, das System. Und auf dem Punkt sozusagen, dass dieses Weinfass-Chaperon hat keine Ahnung, wie das Protein, was gefangen ist, aussehen soll. Mhm. Es gibt dem Protein nur eine Chance, es nochmal zu probieren. Und das ist alles, was es tut. Und letztendlich ist es daher auch möglich, dass ich von diesen Weinfässern ganz viele herstelle, also eine ganz hohe Anzahl, aber die müssen nicht spezialisiert sein auf die ganzen vielen verschiedenen Proteine, die wir alle in der Zelle haben. Mhm. Sondern ich stehe einfach noch ganz viele zur Verfügung. Und dass das Protein, es probieren und ob's also im geht. Prinzip hat jede Zelle einen eingebauten Automatismus. Hier geht's zu den Weinfässern, die zweite Chance für jedes Protein. Genau. Dass wir jetzt Weinfässer direkt genommen haben, aber okay. Mich würde jetzt interessieren, wie schnell geht das, dass man sich so, also weil ich habe jetzt, also das passiert auf sehr, sehr kleinen Größenordnungen. Mhm. Ist das dann so, das Protein, was falsch irgendwie ein bisschen verbogen ist oder eine falsche Struktur hat, dass es diese Fettseiten nach außen zeigt. Wie schnell geht das mit dem Reinkommen, überreden oder durchschütteln und dann wieder rauskommen? Ist das eine Sekunde, Minute? Das ist fast eher noch im Millisekundenbereich. Okay. Es geht wahnsinnig schnell und das passiert. Wir haben ganz viele von diesen Weinfässern in der Zelle und das passiert ständig. In allen unseren Körpern sozusagen jederzeit, also auch jetzt sozusagen, ist in jeder Zelle in Ihrem Körper sozusagen oder in euren Körpern ist das, passiert das. Das ist im Millisekundenbereich, ja. Okay, also sehr, sehr schnell und man weiß noch nicht genau, wie oft. Mhm. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen davon gesprochen. Einmal kommt quasi die jungfräuliche Proteinkette, die erst noch gefaltet können? Ja, also ist das eine Falte? Heißt das, die erst noch zum fertigen Protein zusammengefaltet werden muss, raus? Da gibt es ein paar Anstandsdarmen, die dafür sorgen, dass da nichts schief läuft. Und wenn irgendwie ein Protein mal aufgeht, eine falsche Faltung oder irgendwas umknickt oder so, ist das dann so ein Zeichen dafür, dass ein Protein schon länger irgendwie eine Aufgabe erfüllt hat? Mhm. Oder kann man das nicht? Also ist das eine Sache, wo man sagt, so ja, das Protein, das haben wir schon vor 3 Stunden hergestellt, das kann auch mal langsam, das ist nicht mehr im besten Alter, oder? Doch, durchaus, da kann man sich's vorstellen. Die Halbwertszeit von Proteinen, die variiert extrem. Mit Halbwertszeit meine ich, wie lange das Protein so in der Zelle existieren sollte, wie lange sozusagen es überdauert. Und da gibt es welche, die sozusagen nur ein paar Sekunden vorhanden sind. Und dann eine Aufgabe wahrnehmen, also Zellteilungsproteine, die den Zellzyklus steuern zum Beispiel. Das hat seine Begründung daher, wenn die länger da wären, dann würden sozusagen das Zellwachstum unkontrolliert vonstatten gehen. Und das finden wir beim Tumorwachstum. Das ist also ein Prozess, den wir auf keinen Fall haben möchten. Das heißt, einige Proteine sind sehr kurzlebig und die müssen dann noch abgebaut werden. Aber andere Proteine, die sind wirklich vorhanden, auch mehrere Wochen oder auch Monate. Und die müssen natürlich einiges aushalten. Die müssen in dieser Zeit immer aktiv sein. Und damit sie aktiv sind, brauchen sie die richtige Faltung. Ja, und die muss kontrolliert werden. Ja, ja, und wenn dann einmal die Faltung kaputt ist, dann fängt genau, diese Weinfass-Geschichte an. Wie noch mal so ein bisschen rausgezoomt, weil bisher haben wir immer nur so, ja, da schwimmt im Zytoplasma, also so im Zellwasser um den Kern herum, schwimmen Proteine, nehmen Aufgaben wahr und wenn sie dann falsch gefaltet sind, kommt das Weinfass
und so. Aber unser Körper ist jetzt nicht nur Proteine, die in der Zelle dran sind, sondern es gibt ja auch Proteine, die dafür sorgen, dass ich eine Verbindung zwischen den Zellen habe. Mhm. Etwas, das durch die Außenhaut durchgeht oder machen wir vielleicht mal ein konkreteres Beispiel. Wie ist das bei einem Muskel? Wie muss ich mir das vorstellen, wovon wir jetzt etwas abstrakt gesprochen haben? Wo sitzen da die Proteine? Was sind da die Weinfässer? Und kann man das irgendwie in Zusammenhang bringen mit einer Handbewegung? Auch. Man kann es vielleicht am besten, also wenn jeder vielleicht mal kurz die Übung macht, Bizeps sozusagen sich hinlegt sozusagen und dann einmal anspannt, ja, dann sieht man plötzlich, das wird dicker. Ja? Und das geht so nach oben. Doch, passiert auch da. Und was hier sozusagen passiert, ist die Aktin, Myosin, Fibrillen sozusagen, die verschieben sich. Also das wird sozusagen kürzer, aber dafür höher. Ja? Also sozusagen, es hat sich jetzt nichts verändert an sozusagen der Masse einfach, die wir haben, sondern die haben sich jetzt sozusagen nur übereinander geschoben. Das heißt, gerade Muskelzellen sind voll mit Protein. Ja? Und das heißt, hier ist es natürlich extrem wichtig, dass wir regulieren und kontrollieren, ständig eine Proteinqualitätskontrolle haben, dass unsere Proteine noch funktionieren, dass die in Check sind. Und es gibt einen Muskel, der extrem, der essentiell ist für uns alle und der unser das ganze Leben begleiten wird. Und das ist unser Herzmuskel, der ständig pumpt sozusagen. Das ist eine sozusagen Aktivität, die wir nicht mal kontrollieren. Das kann ich ja kontrollieren oder auch nicht. Oder wenn ich laufe oder meine Finger bewege, mein Herzmuskel sozusagen funktioniert immer. Das heißt, alle Schädigungen, die dort passieren, also Proteinmissfaltung oder Proteine, die dann verklumpen miteinander, mit denen muss ich irgendwie klarkommen. Ich muss die reparieren können, weil sonst war's das. Also mein Herz ist essentiell. Das ist nicht ein Bereich, den ich irgendwie einfach ignorieren kann. Ja. Und du hast jetzt eben davon gesprochen, Fibrillen, also das sind einzelne, also noch kleiner als eine Muskelfaser, einzelne Stränge von Proteinen. Ja. Und da kommt dann, also wie funktioniert das da? Weil wenn die alle quasi so eine längliche Faser bilden, gibt es dann große Weinfässer, die man einmal über so eine Faser schieben kann? Oder? Nein, die Weinfässer sind sozusagen nur dafür da, falls irgendwelche sozusagen Untereinheiten von diesen langen, sozusagen ja strengen Proteinsträngen, wenn die sozusagen in diesem Geflecht nicht mehr funktionieren, fallen die raus. Ah, okay. Und dass sozusagen die dann sozusagen gegriffen werden, erkannt werden. Also die Weinfässer erkennen ja immer nur was, wenn jetzt irgendwas nicht mehr so gut funktioniert. Also wenn die irgendwie diese fettliebenden Bereiche nach außen hin zeigen. Wenn sie das tun, sozusagen sind sie auch nicht mehr funktionell und sind nicht mehr Teil von dem Grundgerüst. Ja. Okay, sie fallen dann raus. Ja, genau. Dann kann das Fass quasi daran kommen. Mhm. In so einer Muskelzelle sind all diese Stränge. Ja. Und wenn dann da ein Schaden auftritt. Genau. Okay. Und ganz kurz zu diesen Weinfässern. Das ist jetzt ein Chaperon von ungefähr 300 verschiedenen Typen, die wir haben. Also ich habe genau eins erklärt. Und die funktionieren alle unterschiedlich. Aber das ist so, dass, wo ich sage, das kann man sich schön plastisch am leichtesten vorstellen. Und der Mechanismus ist auch sehr, sehr gut verstanden. Ja. Okay. Aha. 300 verschiedene. Ja. Kannst du versuchen, anzufangen, uns ein Gefühl dafür zu geben, warum so unglaublich viele? Mhm. Also, so, wo ist da die Problematik? Mhm. Oder hast du vielleicht noch ein anderes Bild? Naja, wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben alle in unseren Zellen ungefähr 30.000 Gene, Pi mal Daumen, und wir haben dann sozusagen einfach, wenn man die ganzen Isoformen rauslässt, die sozusagen, und die ganzen sozusagen Variationen, die sich bilden können, aber 30.000 Gene heißt 30.000 Minimum verschiedene Proteine. Und jedes von diesen 30.000 sozusagen bräuchte eigentlich sein spezielles Chaperon, seine spezielle Anstandsdame, die weiß, du musst so aussehen und nicht anders. Und das ist illusorisch, das passiert nicht. Das heißt eigentlich, also ich habe schon gesagt, das Weinfass weiß ja letztendlich auch nicht, ist auch nicht spezifisch für ein bestimmtes Set an Proteinen. Es erkennt bestimmte Sachen, die einfach nicht passieren dürfen. Wenn diese fettliebenden Bereiche nach außen zeigen, dann erkennt es das Protein als, du solltest hierher. Aber letztendlich, wir haben ungefähr 30.000 verschiedene Proteine, und man würde fast argumentieren, andersrum, man bräuchte Minimum 30.000 verschiedene Chaperone, wir haben 300. Also die Größenordnung ist dann schon nochmal, dass viele Chaperone noch viel, viel mehr Klienten haben, viel mehr Substrate und sich um die kümmern müssen. Also kann man sich vielleicht dann so vorstellen, wenn ich für jedes Protein eigenes Chaperon, dann hätte ich ja nochmal doppelt irgendwo den Bauplan rumgeiern und rumeiern, nicht geiern. Wenn ich das mit viel weniger Proteinen hinkriegen, die ab und zu noch checken, dann ist das im Prinzip so, das ist jemand, der gut reparieren kann,
aber selber nicht bauen kann. Also der keine Ahnung vom Bauplan hat, ja. aber für ein bestimmtes, genau. also im Prinzip ist das so, ja, vielleicht der Elektriker, der immer eine Rolle Gaffertape dabei hat. Ja? Also er weiß nicht, wie es richtig ist, aber er weiß, wie man es heile macht. Genau, und wie es definitiv nicht sein sollte und klebt dann einfach was rüber, ja. Mhm. Genau. Gut. Mhm. Wobei, ne, man sagt, oh Gott, ja, nicht alles, was hinkt, ist eine Metapher. Also das ist jetzt vielleicht nicht so ein gutes Bild mit dem Dings. Aber 300, gibt es da auch einen Chaperon, wo man sagt, ja, das sieht jetzt aus wie ein Suppenteller? Oder ist das so, das Weinfass-Chaperon das Einzige, was eine Struktur hat, die einem so ein bisschen ins Auge fällt? Mhm. So, hast du noch ein... Also sagen wir vielleicht ein... Also diese Fassstruktur, die ist hochkonserviert. Die haben auch andere Chaperone. Das ist eine Kammer bilden letztendlich. Und diese Kammer macht durchaus Sinn, dass ich sozusagen dann den Prozess des Faltens, in dem Fall, gerade in dem Faltungs-Umfaltungsprozess, sind die extrem labil. Also dann sind sie wirklich, sollten sie definitiv nicht in einer Umgebung sein, wo ganz viel, also wo die Suppe richtig dick ist, wo ganz viele andere Sachen passieren. Das heißt, dieser Abschirmeffekt ist schon sehr, der wurde mehrmals, ja, wenn man sagt, das Rad neu erfunden, aber es wurde mehrmals genutzt von den verschiedensten Klassen. Aber es gibt halt auch Chaperone, die bilden zum Beispiel so eine Art V, also das HSP90 heißt das einfach, das bildet so ein V und das sozusagen erkennt dann sozusagen im Inneren von diesem V halt eben auch seine einzelnen Proteine, die es zu falten hat. Genau. Also, die haben schon alle eine sehr, sehr unterschiedliche Konfirmation. Genau. Mhm. Okay. Wir haben jetzt eben gesagt, das ist vielleicht ein Protein, was jetzt ordentlich Arbeit geleistet hat, schon ein bisschen ist eins von den langlebigeren, was immer funktionieren kann, ist dann rausgefallen. Was passiert dann, wenn wir sagen, kann das Chaperon dann auch an irgendeiner Stelle erkennen, so, okay, du warst jetzt 237 Millionen Mal hier in diesem Fass drin. Mhm. Ich glaube, das wird nichts mehr mit uns beiden. Also, ich hoffe, dass es sowas gibt. aber es gibt einen Weg, dass Proteine abgebaut werden. Also, ja, auf jeden Fall. Nee, also genau, dieser Entscheidungsprozess, der ist auch noch völlig ungeklärt. Ab wann sollte man immer noch versuchen, das Protein zu reparieren und wann sozusagen ist es ein hoffnungsloser Fall und ist es besser, ich eliminiere das, ich baue das ab. Diese Entscheidung, die ist noch komplett unverstanden oder wie oft ich diesen Faltungsprozess wiederholen sollte oder könnte, das auch nicht verstanden. Aber dass es einen Mechanismus gibt, ein Protein loszuwerden, auf jeden Fall, ja, die gibt's. Hm. Ja. Und vor allem auch, man darf sich das jetzt nicht so, wenn ich das richtig verstanden habe, man darf sich das nicht irgendwie so vorstellen, dass das wie eine Materialermüdung, was wir das aus aus dem normalen Leben kennen. Ich sag mal, wenn man irgendwas hat, was aus Plastik ist und ich biege da einfach 100 Mal dran rum, dass es dann irgendwann weiß wird und dann brüchig und dann bricht es ab oder sowas. Sondern beim Protein ist eine Kette aus diesen Aminosäuren, einzelne Atome, die was formen, da nutzt sich nichts ab. Nee, also genau. Das ist, also die bleiben schon immer irgendwie gleich. Und wenn das aufbricht, es ist nicht genau verstanden, was das triggert, oder ist es nur, wie der Abbau funktioniert? Es ist nicht genau verstanden, woher die Zelle die Entscheidung trifft. Du wirst gefaltet und du wirst abgebaut. Das ist nicht verstanden. Wie der Prozess funktioniert, das ist verstanden. Durchaus ziemlich gut. Und ich komme nochmal ganz kurz auf deinen Punkt, denn der ist wichtig. So ein Protein sozusagen, wie gesagt, wird nicht abgenutzt. Letztendlich, wenn ich auch das Protein abbaue, habe ich als Zelle trotzdem einen Gewinn daraus. Denn was passiert, wenn ich das abbaue, ist, ich schneide das einfach, bei jeder Aminosäure mache ich einen Schnitt. Und jede einzelne Aminosäure kann ich wieder recyceln. Und ich kann die wieder sozusagen nutzen für die neue Synthese von zum Beispiel genau diesem Protein. Es muss nicht das Gleiche sein, aber es kann. Und ich kann diese sozusagen Aminosäuren wieder nutzen. Das heißt, einen sozusagen Abnutzungseffekt gibt es nicht. Weil die Aminosäure ist dann wieder sozusagen der Baustein, wie ich das neue Protein aufbauen kann. Mhm. Okay, und wir haben jetzt an einigen Stellen schon so, ne, es gibt diese Fässer, es gibt dann... die Prozesse, die man abbaut, forschst du dann auf diesem Gebiet, wo du sagst, ja, das ist noch nicht verstanden, ist das deine Arbeit? Mhm. Oder in welchem, ist das eher, bist du eher am Weinfass oder bist du jetzt nicht tatsächlich, dass du viel Wein trinkst, um Gottes Willen, ja, aber... Also was wir sozusagen untersuchen ist, was passiert, also wir beschäftigen uns durchaus mit den Proteinen, die schon existieren in der Zelle und wie sichergestellt wird, dass diese Proteine ein Leben lang funktional sind.
Wir gucken uns an, was passiert, wenn wir alle älter werden. Denn das werden wir alle. Und sozusagen, wie kann es sein, dass einige die Menschen, die älter werden, an Krankheiten leiden, die damit sozusagen, also wir alle kennen Schlagwörter wie Alzheimer, Parkinson und so weiter. Und diese Krankheiten, die bezeichnen wir als neurodegenerative Krankheiten. Das sind Nervenkrankheiten, die hervorgerufen werden durch Proteinverklumpung. Und genau da setzt meine Forschung an. Also die Verklumpung, die wir eben auch hatten, ne? Ein das Protein. Ei, was wir haben, was irgendwo noch rumspürt sozusagen, diese Verklumpung, die gucke ich mir an. Ja. Also es, Prost. Es faltet sich und das Chaperon ist nicht schnell genug da und dann kommt irgendwas anderes, was auch falsch gefaltet ist und dann entsteht dieser Klumpen. Genau. Das ist genau. Ja. Okay. Ziemlich genau, ja. Und jetzt könnte man sich vorstellen, warum ist es eigentlich, dass nur alte Menschen diese Demenzerkrankungen bekommen, wie Alzheimer, Parkinson und so weiter oder Chorea, Huntington, an dem ich arbeite. Warum passiert das nicht in jungen Jahren? Also warum sind wir alle fit? Wie kann das sein? Und das ist das, was wir sozusagen versuchen zu verstehen, was sich im Alter eigentlich verändert. Ist es das Protein oder ist es eher sozusagen die Chaperone, die dann nicht mehr so aktiv sind? Okay, sozusagen erkennen die das nicht mehr, den Fehler? Sind die nicht mehr so aktiv? Was genau ist sozusagen, was läuft hier fehl? Okay, das heißt also, von deinem Ansatz ist es so, okay, wir haben da Klumpen. Ist es so, dass der Klumpen entstanden ist, weil weniger Chaperone, also weniger von den Fässern am Start sind oder dass Proteine öfter sich falsch falten? Und ist das jetzt auch noch ein großes Fragezeichen oder hast du da einen Hinweis, in welche Richtung? Also wir arbeiten ja. Also was man weiß, ist, dass diese neurodegenerativen Erkrankungen, dass da immer eine Mutation zugrunde liegt. Eine Mutation ist eine Veränderung, die sich sozusagen permanent widerspiegelt in einer veränderten Struktur von diesem Protein, von einem bestimmten Protein. Eine Krankheit, mit der wir uns beschäftigen, ist Chorea-Huntington. Und Huntington, sozusagen die Krankheit, wird verursacht, dass es eine Mutation gibt im Gen, also in der DNA. Und das Gen, das betroffen ist, heißt Huntingtin. Also nicht verwechseln, Huntington, Huntingtin. In dem Huntingtin kommt es zu einer Veränderung, dass plötzlich dieses Protein einen Bereich aufweist, der elongiert ist, der verlängert ist. Und es ist eine bestimmte Aminosäure, die gehäuft auftritt. Und die ist auch vererbbar, diese Krankheit. Das heißt, man kann auch vorhersagen, wer daran betroffen sein wird oder auch nicht. Und wenn man dieses Protein in sich trägt, dann ist alles gut, bis man vielleicht zu 50, 60 rum wird. Und ab diesem Zeitraum sozusagen, dann setzt die Krankheit oder bricht sie richtig aus mit ihren sozusagen Symptomen auch. Und letztendlich, was man gesehen hat an Patienten, die in dieser Krankheit verstorben sind, ist, dass das Protein, das Betroffene, also das Huntington-Protein, dass das dann solche fibrillären Strukturen ausbildet. Und die kann man eigentlich... Also so wie ein Faden. Ja, quasi. Wie ein Faden, wie so ein Seil, kann man sich vorstellen. Also wirklich auch, die einander umwunden sind und dann sozusagen einen richtigen Strick sozusagen gebildet haben. Und die können wir in den Zellen nachweisen, dass die sich ausgebildet haben. Und wo unsere Forschung ist, Ansatz ist, herauszufinden, was passiert initial, dass sich das ausbildet. Und B, wenn das mal passiert ist, können wir diesen Prozess umkehren. Denn letztendlich, wenn ein Mensch diagnostiziert wird, ein Patient mit einer Krankheit, möchten wir dann ansetzen und diesen Menschen helfen. Und sozusagen die Frage ist, können wir unsere Chaperone nutzen, um auch diesen Prozess zu revertieren? Also kann man jetzt so diese auch fibrillären Strukturen, die ja Proteinaggregate sind, können wir die wieder auflösen? Also dieses Ei, was wir rumgeschickt haben zum Beispiel, dieses Ausgeflockte, kann man das wieder löslich machen? Würde das gehen? Und das versuchen wir. Und jetzt das Protein, von dem du das Huntington, das hat aber nicht nur die Aufgabe, diese Krankheit irgendwann aufzulösen, sondern es hat tatsächlich auch eine Aufgabe in der Zelle, die lebenswichtig ist. Wir alle haben das, wir alle brauchen das. In Mäusen wurde versucht, dieses Gen einfach zu deletieren. Es ist eine Knockout-Maus und diese Maus ist nicht lebensfähig. Das heißt, das Protein ist essentiell. Und die physiologische Funktion von diesem Protein, es wird vermutet, dass es in einem sozusagen so eine Plattform bildet in der Zelle, dass ganz viele andere Proteine andocken können und sozusagen ein großes Bauelement in der Zelle letztendlich ist. Ja. Okay. Also eine ganz zentrale Funktion hat. Und das ist immer, wenn ich mich auch mit Biochemie oder auch mit der biologischen, medizinischen Forschung beschäftige, du hast eben gesagt, 30.000 Proteine über den Daumen. Und
wir haben nur von einem Bruchteil tatsächlich eine Idee, was genau die Funktion ist. Ja. Das meiste ist, also Biologe hat mir mal gesagt, im Prinzip ist so, wie wir Biologie betreiben, wir nehmen eine Schrotflinte, schießen rein, machen ein bisschen was kaputt und gucken, was da nicht mehr funktioniert. Und so bauen wir langsam ein Puzzle zusammen. Und wir sind noch gar nicht da, dass wir von allem was wir. Und genauso ist es mit diesem. Das trifft es ganz gut, ja. Mit dem Protein auch. Mhm, also wir wissen, es ist, wenn wir es wegnehmen, dann ist schlecht. Ist total blöd. Ja, genau. Das heißt, wir brauchen das irgendwie, aber es bei dieser einen bestimmten Krankheit macht es dann Blödsinn und das führt dann zu diesen Symptomen. Genau. Okay, wie geht man da vor, wenn man da Wissenschaft betreibt? Weil das ist jetzt, wir sprechen von einer Zelle. Eine Zelle ist nicht mit dem bloßen Auge zu erkennen. Ich gucke die ganze Zeit hier auf Hautzellen, ja, also sehr, sehr klein im Mikrometer. Ja, 10, 20, 30, 40 Mikrometer, also ein Bruchteil von einem Millimeter sind Zellen nur groß. Wie gehst du da, also na klar, es gibt Mikroskope, aber wie macht man das dann, dass man einzelne Proteine sieht? Weil wir haben gesagt, die sind super klein. Ja, okay. Also wir nutzen zwei grundsätzliche Ansätze. Der erste ist, dass wir das Ganze isolieren, dass wir es nicht in der Zelle ablaufen lassen, sondern wir nehmen das sozusagen, kochen das im Reagenzglas nach, wenn man so will. Das heißt, ich kenne das betroffene Protein in dem Fall, was dann verplumpen kann, das Huntington-Protein. Synthetisiere das, stelle das her mit Hilfe von Bakterien. Ich nutze die sozusagen als als Wirt, um das Protein in hohen Mengen sozusagen herzustellen, zu synthetisieren. Und ich kann das aus den Bakterien viel leichter isolieren. Und ich kann das mit einem sozusagen einem gewissen Bereich sozusagen fusionieren und diesen Bereich, den nutze ich als Bindestelle und kann das dann sozusagen rausziehen aus den Bakterienzellen. Geht wirklich einfach, ist sehr etabliert. Und wenn ich dieses Protein isoliert habe, kann ich dann sozusagen erstmal zeigen, wann bilden sich denn überhaupt Fibrillen. Und diese Fibrillen bilden sich einfach aus, indem ich sozusagen diese Mutation rekapituliere in dem betroffenen Protein. Das heißt, wenn ich ein Protein herstelle, was diesen elongierten Bereich hat von dieser einen Aminosäure, die nennt sich Glutamin, wenn ich die sozusagen verlängere, dann kann ich sozusagen das Protein, ich kann dem bei dem Aggregieren zuschauen, ähnlich wie wir das mit dem Eiweiß gemacht haben. Ich kann wirklich zuschauen über den Zeitverlauf und sehe, okay, es kommt zu einer Aggregation, es wird auch trüb. Und dann kann ich Methoden nutzen, wie zum Beispiel die Elektronenmikroskopie und kann dieses sozusagen Protein auf einen Grid auftragen und kann dann sozusagen mit Elektronenmikroskopie auch diese fibrillen Lernstrukturen sichtbar machen. Also das heißt, das ist wir gucken gar nicht unter dem Mikroskop, sondern du hast dann Reagenzglas und wenn du da die elongierte, also die längere Version reingibst, dann fängt es an tatsächlich einzutrüben. Genau. Aber diese Proteine sind schon so klein, wir können da nicht einfach mit dem Auge einfach nur eine gute Optik, sondern Elektronenmikroskopie. Genau. Da, das ist eine sehr hohe Vergrößerung. Da kann man dann erst bei diesen kleinen Strukturen zugucken. Genau, und dann sehen wir sozusagen diese fibrillären Strukturen, die können wir dann sozusagen sichtbar machen. Und dann stellt sich jetzt die Frage, wie kann ich den Prozess sozusagen einerseits unterdrücken, dass das gar nicht zu dieser Ausbildung kommt von diesen Strukturen, oder aber, dass ich den Prozess auch wieder umkehren kann. Und wir arbeiten an den verschiedensten Chaperonen und sozusagen haben auch identifiziert nach sehr vielen sozusagen Versuchen einen neuartigen Chaperonkomplex, der das schaffen kann. Der kann diese Fibrillisierung unterdrücken. Und er kann auch diese Fibrillen wieder resolubilisieren, also wieder auflösen in die einzelnen Untereinheiten. Und das wäre fantastisch pharmakologisch betrachtet. Wenn wir jetzt dann die Spieler kennen, die das können, dann müssten wir im Umkehrschluss ja eigentlich niemals diese Krankheit bekommen. Denn wir alle haben diese Chaperone. Es sind drei Chaperone, die wir identifiziert haben, die das sozusagen isoliert außerhalb der Zelle wunderbar erledigen können, den Job. Okay, also es gibt schon welche, ihr musstet da nicht irgendwie euch Sachen ausdenken, okay, wir erfinden jetzt das Weinfass des 21. Nein, Jahrhunderts. Genau, wir mussten kein Protein-Engineering durchführen, also es sind unveränderte Proteine, die wir auch, also Chaperone, die wir auch in unseren Zellen haben. Und jetzt stellt sich die Frage, warum funktioniert das nicht in unseren Nervenzellen, die dann vielleicht betroffen sind von dieser Krankheit? Und wir haben zwei Vermutungen, ich hatte es schon so ein bisschen sozusagen durchleuchten lassen vorab. Die erste ist, dass es im Alter so viel Müll gibt in der Zelle, also Proteine, die sozusagen die Aufmerksamkeit von den Anschauungsdarm brauchen, dass die konkurrieren jetzt um sozusagen die verfügbaren Chaperone, die sich aber eigentlich um das mutierte Protein kümmern sollten.
Und das klappt alles wunderbar, wenn wir jung sind, weil wir dann einfach weniger Schädigungen haben. Aber im Alter akkumulieren wir diese Schädigungen. Und dann kommt es zu einer Konkurrenzsituation um diesen limitierten Pool an Stammdarm. Wer hat Zugang zu denen? Und wenn es so eine sozusagen einem Prozess kam oder ein Event reicht, dass es sozusagen einmal so einen von diesen mutierten Proteinen nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat und das fängt an, die fibrillären Strukturen auszubilden, dann kann es sehr leicht schnell andere, noch nicht missgefaltete Proteine inkorporieren und sozusagen diese Fäden oder diese Stricke sozusagen aufbauen und es dann zu diesen Verklumpungen kommt. Also es ist gar nicht so, dass die sich zwangsläufig falsch falten müssen, sondern dass dann so, die fangen irgendwie, die sind plötzlich zu dritt, fangen so einen Strick an und sagen so, kommt so auch genau. Hier in den Fibrillenclub. Ja. Das ist total cool hier. Und das geht verdammt schnell. Ein bisschen, okay. Ja. Und da, du hast jetzt eben gesagt, das passiert durch eine Mutation. Mhm. Ist das dann eine Bedingung, dass man in diesem Protein, dass es da diesen einen verlängerten Bereich geben muss? Oder kann das dann auch mit Sachen, die nicht diesen elongierten Bereich haben, also einfach mit reinnehmen, wenn das dieselben sind? Also das sozusagen passiert natürlich schneller, wenn auch Proteine solche sozusagen gewisse Aminosäuren aufweisen, die da wunderbar mit reinpassen würden. Aber das geht auch mit normalen Proteinen, die wir in der Zelle haben. Und das sozusagen ist dann doppelt schädlich, weil einerseits sozusagen habe ich dieses Verklumpung damit vergrößert und mehr Stricke gebildet. Und das Zweite ist, diese Proteine hatten ja natürlich auch eine Aufgabe in der Zelle und die können die jetzt nicht mehr wahrnehmen. Wenn ich in diesem Seil hänge, dann bin ich ja nicht verfügbar für meine normale Funktion. Und die fehlt dann auch. Und das ist, was lange unterschätzt wurde bei den Krankheiten, dass man bisher nur dachte, okay, es kommt halt zu diesen Aggregationsprozessen. Und letztendlich stirbt die Nervenzelle dann ab dadurch, weil einfach die sozusagen die Zelle voll ist mit diesen Proteinaggregaten, also einfach eine physische Blockade, wenn man so will. Aber das Zweite ist auch die Funktion von den ganzen vielen normalen Proteinen, die jetzt auch in diesen Strick mit reingezogen wurden, die fehlt einfach, ja. Okay, also so langsam, ne, dass der Zelle gehen Arbeiterwerkzeug oder wie man das nennen möchte, aus, dass sie noch überhaupt überlebensfähig bleibt. Ja. Das ist dann. Du hast jetzt das mit Huntington erzählt und bei Alzheimer, Parkinson ist das, geht das auch in diese Richtung? Es ist sehr, sehr ähnlich. Also es sind auch Mutationen, es sind immer spezifische Proteine, die betroffen sind. Also jede Krankheit sozusagen, die entwickelt sich nur dann, wenn es zu Mutationen in bestimmten Genen kommt und dann zu Proteinen, die gebildet werden, die dann eine andere Faltung einfach haben. Aber alle Krankheiten, alle diese neurodegenerativen Krankheiten, die ich zusammengefasst habe, also Huntington, Parkinson, Alzheimer, alle sind Proteinmissfaltungserkrankungen. Also in allen Fällen ist der zugrunde liegende Mechanismus, dass es zu einer falschen Faltung kam von diesem Protein und die dann diese Verklumpung bilden. So, und ich hatte ja angedeutet, dass wir sozusagen einerseits isoliert aus der Zelle schauen und der zweite sozusagen Weg, den wir einschlagen im Labor, ist, dass wir ein Modellsystem sozusagen etablieren oder nutzen, wo wir das Ganze nachspielen können. Und das will man jetzt natürlich nicht am Menschen machen. Eine Maus ist auch nicht wirklich attraktiv als Modellsystem, weil es einfach viel zu lange lebt, die Maus. Das sind 3 Jahre ungefähr. Und so eine Doktorarbeit dauert im klassischen Sinne 3 Jahre. Dann ist das sozusagen die Lebenszeit der Maus, sozusagen die Doktorarbeit. Das wäre also zu wenig, sozusagen den Durchsatz, den man einfach an Experimenten durchführen könnte. Und das System, was wir nutzen, nutzt einen Fadenwurm, der sozusagen dem Menschen noch ähnlicher ist, als uns vielleicht lieb sein mag. Oder es klingt jetzt erstmal eklig oder so, aber das ist sozusagen ein Modellsystem, der lebt für 2 Wochen, kommt normalerweise im Boden vor, hat jeder von uns als Kind definitiv schon mal angefasst. Jeder, der vielleicht auch gerne Gärtner hat, an Pflanzen, mit Pflanzen arbeitet, da sozusagen kommt der im normalen Leben vor. Und den nutzen wir einfach aus und geben diesen Würmern jetzt die Parkinson-Krankheit oder Alzheimer oder. Das ist dann C. elegans? Oder? Genau, ja, okay. C. elegans heißt der, ja. Genau, ich habe ein Kumpel von mir, der bezeichnet sich immer gerne als Wurmforscher und sagt dann immer so, C. elegans heißt C. elegans, weil er sich so elegant bewegt. Durchaus. Ja, das ist sehr also schön sinusförmig. Genau, er schlängelt so, aber ist mikroskopisch klein. Also auf jeden Fall. Man braucht Mikroskope, aber man kann es den durchaus mit dem bloßen Auge sehen. Der ist 1 Millimeter groß. Das schafft jeder. Also den kann man auch so sehen. Ja. Mhm. Ja. Und an den Würmern, die dann, ne, die kriegen Parkinson oder ne, was auch immer, eine Alterskrankheit und da die nur 2 Wochen leben, ist dann so nach 8 Tagen genau, so, genau. Fängt die Rente an und
so dass ich sehe sozusagen jeden Tag, was, wie sich es verschlechtert und wie, was eigentlich passiert. Ich muss jetzt nicht wie bei Menschen 80 Jahre warten, sondern ich habe das ganze Leben vor mir in 2 bis 3 Wochen ungefähr. Und der Wurm ist durchsichtig. Das heißt, ich kann in den Wurm mein Huntington-Protein oder mein anderes Protein, was Alzheimer hervorruft, synthetisieren lassen. Und ich kann das auch anfärben mit einem Farbstoff, Fluoreszenzproteine. Und ich kann dann einfach durchs Mikroskop schauen und sehen, wie es halt anfängt zu aggregieren, wann, wo, unter welchen Umständen. Und ich kann den Wurm ohne ethische Bedenkungen manipulieren. Also ich habe keine sozusagen Hemmschwelle, dem Wurm so, ja, so gewissen Experimenten auszusetzen. Ja, das hätte okay. Ich bei der Maus schon. Ja, Würmer haben den großen Vorteil, dass sie jetzt nicht wirklich süß sind. Und, ja. Ja, und, aber ja. Ich meine, das ist auch eine Grenze zu einem Tierversuch. Also, um da jetzt mal ganz ernst zu sein, ja. Ne, sollte Tierversuche so gering halten wie möglich und genau. Wenn das in diesen Würmern geht, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Mhm. Ich habe dich eben so ein bisschen weggetragen davon, du hast gesagt, und das wäre großartig für eine pharmakologische Anwendung. Mhm. Ich glaube, das ist auch, ich würde da gerne nochmal drauf zurückkommen. Ihr habt 3 Chaperone für Huntington gefunden, ja. Die eventuell zur Anwendung kommen könnten. Also im Reagenzglas funktioniert das super. Genau. Das passiert, funktioniert auch wunderbar in einer isolierten Zellkultur, wenn man so möchte. Und es funktioniert auch wunderbar im Wurmsystem. Also das haben wir alles sozusagen abgedeckt. Der nächste Schritt wäre natürlich, sicherzustellen, dass es, also letztendlich möchte ich ja die Manipulation so gering wie möglich halten. Und ich möchte dann diesen Dreierkomplex aus den Chaperonen nur in den Zellen aktivieren, die letztendlich betroffen sind, die dieses Problem der Aggregate haben. In keiner anderen Zelle möchte ich das haben. Ja, und das sind das, größtenteils, weil es neurodegenerativ heißt, das ist, heißt alles, was in unseren Gehirnareale, genau. Ja. Jetzt haben wir das riesige Problem, und das ist für die gesamte Neurologie ein riesiges Problem, wir haben die Blut-Hirn-Schranke und die lässt eigentlich nichts durch. Und das hat auch seine Begründung. Es sollte sozusagen einen normalen Blutkreislauf, sollte so eine Abschirmung geben vom Gehirn, vom Rest des Körpers. Und die ist leider auch pharmakologisch kaum durchlässig. Das heißt, irgendwelche Medikamente, wo ich jetzt in eine Pille diese 3 Chaperone reinpacke und ich die nehmen würde, würde das überall in meinem Körper ankommen, aber definitiv nicht in meinem Gehirn. Das heißt, wir müssen irgendwie sozusagen Möglichkeiten schaffen, vielleicht genetisch zu aktivieren, dass diese sozusagen Chaperone nur dort in diesen Zellen aktiviert werden und in größeren Mengen synthetisiert werden. Mhm. Genau. Das andere Problem, was über das sozusagen keiner so richtig gerne reden möchte, ist, dass jede Manipulation nicht auch immer nur Vorteile hat von diesen Chaperonen. Die sind nicht ohne Grund, dass die so stark reguliert werden. Denn letztendlich, was die machen, also man will die nur für eine gewisse Zeit haben und auch nur in den gewissen Mengen. Dann man könnte ja eigentlich sagen, okay, ich kann mich grundsätzlich vor allen neurodegenerativen Krankheiten schützen, indem ich überall den Schalter umlege und von den Chaperonen einfach mehr synthetisiere. Dann habe ich von denen richtig viel und werde niemals diese Krankheiten bekommen. Nur was diese Chaperone dann machen, und das habe ich ja schon ein bisschen anklingen lassen von den Aufgaben, die sie ja wahrnehmen, ist, die stellen sicher, dass jedes Protein in einer super Faltung vorliegt. Und die halten damit Proteine auch am Leben, die vielleicht dann schon längst abgebaut werden sollten. Aber die halten immer wieder, die falten immer wieder zurück und dann bleiben die einfach viel länger in der Zelle vorhanden. Und das kann Nachteile haben. Und ein Problem hatte ich schon angesprochen, das sind diese Timer-Proteine, die nur einen gewissen Zeitraum da sein sollten. Weil sie zum Beispiel in der Zellzykluskontrolle eine regulatorische Funktion wahrnehmen. Das heißt, wenn ich diese Timer-Proteine länger hätte, kommt es zu vermehrten, unkontrollierten Zellwachstum. Und das will keiner. Das heißt also, wenn ich hemmungslos einfach mal sage, so, wir könnten jetzt einfach mal Anstandsdarm auf das Problem kippen, dann würden die halt wie wild auch dahin eingreifen, wo die Zelle eigentlich sagt, so, ich brauche hier den, die sind fertig mit der Arbeit, weil wir haben uns gerade geteilt. Ja. Aber dann würden die Chaperone kommen, die wieder reparieren und dann, hat dann man gibt die es noch länger. Unkontrolliertes Zellwachstum und dann ist das im Prinzip Krebs? Ja, so kann man es auch sagen. Okay. Das, sozusagen genau das möchte man eben nicht in den Fall haben. Das heißt, wir wollen wirklich nur die spezifischen Chaperone in den betroffenen Zellen in höheren Mengen haben und auch nur für einen gewissen Zeitraum. Und das muss streng kontrolliert werden. Und da müsste sozusagen dann die nächsten Forschungsansätze ansetzen. Also das ist so, wo es eigentlich weitergehen sollte, dass man irgendwie Möglichkeiten findet, das zu regulieren.
Okay. Und dann fing er drauf zu haben. Genau. Und das heißt, also ihr habt eine Lösung gefunden, wie welche Chaperone dafür zuständig sind. Jetzt ist es nur so, dass unser Körper aus ganz, ganz vielen anderen Gegebenheiten so aufgebaut ist, dass man nicht einfach da dran kommt. Genau. Und dann haben wir Blut-Hirn-Schranke und man muss auch ein bisschen darauf achten, dass man sehr, sehr speziell die Dinger anschaltet. Mhm. Ist das dann, also ist das eine Sache, die nur für Huntington gilt? Oder gibt es da in Alzheimer, Parkinson oder in anderen Krankheiten auch schon so Sachen, die da, dann daran, also wir hätten etwas, wie wir es machen können, wir wissen noch nicht, wie wir den Hebel umlegen, oder gibt es da noch andere Probleme? Ja, also letztendlich sind sozusagen in den anderen Krankheiten, es sind auch Proteinaggregationskrankheiten. Zusätzliche Schwierigkeit ist, dass teilweise das Protein im Fall von Alzheimer, das ein verursachendes Protein, auch sekretiert wird. Das heißt, es wird ausgeschleust aus der Zelle. Und es verklumpt außerhalb der Zelle. Das heißt, ich muss sozusagen eigentlich dann Chaperone finden, die außerhalb der Zelle agieren. Und über die weiß man wesentlich viel, viel weniger, als was in der Zelle passiert. Man weiß, es gibt welche, die auch außen agieren. Also was ist außerhalb der Zelle? Zum Beispiel unser Blutkreislauf, der ist komplett außerhalb von der Zelle. Der ist voll mit sekretierten Proteinen. Und dort müsste man sozusagen dann sozusagen im extrazellulären Raum auch die entsprechenden Spieler erstmal identifizieren und charakterisieren. Und das ist eine viel größere Herausforderung. Ja. Weil da sind wir dann, da wird es dann noch schwieriger mit irgendwelchen Modellsystemen, ja, weil absolut. Wurm hat jetzt nicht so richtig viel. Na doch, im Wurm geht es vielleicht noch besser als in der Zellkultur. Aber in der Zellkultur, wo ich meine einzelnen Zellen kultiviere, dann ist außen im Nährmedium. Aber dann haben die anderen Zellen damit herzlich wenig zu tun. Im Wurm geht das immer noch, weil das ist immer noch in einem Organismus, in einem Tiermodell drin, auch wenn es außerhalb der Zelle ist. Aber in der Zellkultur würde das gar nicht mehr funktionieren. Ja. Okay, gut. Das heißt, ihr arbeitet jetzt aber auch, also nicht nur an dem Mechanismus mit den drei Chaperonen, sondern macht euch auch Gedanken, wie kommen wir da so ein bisschen ran, also um den Mechanismus besser zu verstehen? Oder ist das so, wir gucken jetzt, können wir vielleicht noch was an den Chaperonen machen? Also die eigentliche Frage ist, seid ihr eher die Chaperonenexperten oder seid ihr die Kämpfer gegen diese Krankheit und wir orientieren uns um was nötig ist. Gerne beides, aber es lässt sich einfach nicht realisieren. Also man kann nicht auf allen Fronten gut sein. Was man in dem Fall macht, ist, man kooperiert mit den entsprechenden Leuten, die dann gut sind, die sozusagen Baustellen abdecken können. Und was wir machen ist, wir arbeiten mit Klinikern zusammen, die auch sozusagen auch hier in Berlin mit den Kohorten an Hunting-Patienten zusammenarbeiten, die dann auch willig sind, auch Zellen zu spenden, sodass wir an deren Zellen arbeiten können. Und das ginge ohne deren Hilfe nicht. Das heißt, was die Menschen und Patienten machen, ist, dass sie Fibroblasten, also sind so gewisse Hautzellen sozusagen, eine Probe abgeben. Und diese Zellen werden genutzt, um daraus sozusagen die umzuprogrammieren und Stammzellen zu generieren aus diesen Zellen. Und das wiederum macht ein zweiter Kooperationspartner, also auch nicht wir, auch nicht der Kliniker, das ist eine dritte Person sozusagen. Und der generiert aus diesen Stammzellen dann, was wir, am Ende möchten wir nicht mit Hautzellen arbeiten, weil die sind von der Krankheit nicht betroffen, sondern die Nervenzellen. Und er kann diese Zellen, diese Stammzellen dann differenzieren, nennen wir das. Also er kann sie verwandeln in Nervenzellen. Und mit den Zellen, ab dem Zeitpunkt, bekommen wir die und können mit denen arbeiten. Und können dann sozusagen, haben dann eigentlich ein klinisch relevantes Modellsystem vor uns und können dann den Fragen nachgehen. Das heißt, ihr braucht aber die Zellproben von den Patienten, weil nicht hundertprozentig klar ist, was dafür sorgt, dass das mit den Fasern anfängt, ob da die Chaperonen runtergehen und so. Also ihr wollt quasi so aus dem, ihr seid noch ein bisschen auf der Suche, was genau der zugrunde liegende Mechanismus ist. Auch, aber letztendlich, wir möchten nicht mit einer Zellkultur arbeiten, die sozusagen im Labor, die klassischen Zellkulturen, mit denen man arbeitet, sind Zellen, die sich permanent teilen, die unteilbar sind. In anderen Worten, das sind Zellen, die ursprünglich mal aus Tumoren gewonnen wurden. Ja. Und mit denen wollen wir eigentlich nicht arbeiten, weil das sind Krebszellen und die spiegeln eben nicht wider, wie sich eine Nervenzelle verhalten würde. Das heißt, wir brauchen dann schon entweder primäre Zellen, aber die Nervenzellen möchte man nicht aus dem Huntington-Patienten isolieren, aus dem Gehirn, sondern sozusagen man nutzt eben den sozusagen Stammzellumweg, um sozusagen dann sich Nervenzellen zu züchten aus Hautzellen von betroffenen Patienten.
um auch zu verstehen, was passiert da eigentlich in diesem Menschen? Was ist denn vielleicht noch falsch? Oder was sozusagen kann man noch sozusagen adressieren pharmakologisch, um den sozusagen zu schützen? Ja, und jetzt sind wir wieder an einem, ich finde immer so einen spannenden Punkt, immer wenn ich mit einem Wissenschaftler spreche, fängt es dann erstmal an, sehr, sehr, sehr speziell zu werden. Wie wir haben da dieses eine Protein, das macht diesen einen Mechanismus und dann sind wir interessiert daran und daran und daran. Und du hast es jetzt gerade selber gesagt. Und dann können wir vielleicht auch etwas herausfinden, wie das, was da noch falsch läuft, was auf den Mechanismus ist. Ich finde es sehr faszinierend. Man geht so ganz tief runter auf einen bestimmten Punkt und von da aus hat man wieder dann die Chance, ein klein wenig mehr von diesen Puzzlestücken aus dem Körper zu verstehen und kann dann wieder so ein großes Bild bekommen. So, wenn Huntington da irgendwie etwas macht, dann könnte das auch Auswirkungen haben, die wir noch so gar nicht gesehen haben oder die von der Krankheit überdeckt sind. Genau. Ja. Und wo geht's, ich weiß nicht, kannst du da so einen kleinen Ausblick geben, wo gerade jetzt irgendwie diese Woche ist im Labor etwas schiefgegangen oder habt ihr einen Hinweis darauf, dass gerade irgendwie etwas ganz gut funktionieren könnte? Oder also was wir sozusagen, also die nächsten Schritte sind, wir kennen die drei Chaperone, aber wir wissen mechanistisch immer noch sehr wenig. Wie funktioniert das irgendwie? Wie kann man eine Fibrille auflösen? Also wenn ich jetzt so ein Seil habe, wenn man sich das so vorstellt, dann könnte ich in der Mitte versuchen, irgendwie anzugreifen, das irgendwie zu durchbrechen und dann ganz viele kleine Stücken herstellen. Oder ich könnte es vom Ende her aufdröseln. Ne? Also das kann ich ja auch machen, dass ich dann einmal eine Untereinheit wegnehme und das Ganze sozusagen dann am Ende auflöse. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die man diskutiert. Aber gezeigt hat es noch keiner, wie das eigentlich funktionieren kann. Und was wir versuchen als erstes ist rauszufinden, was erkennen die eigentlich? Also was ist sozusagen die Bindungsstelle in diesen aggregierten Fibrillen? Was wird da erkannt? Und von den dreien, wer ist derjenige? Sind das alle drei oder ist das nur einer? Und in welcher Reihenfolge sozusagen müssen die zueinander kommen? Also das Entdecken war dann auch so, wir haben diese drei und wenn wir es draufwerfen, dann geht das Seil auf. Ja, aber wie die es machen und so, das ist, da steckt also auch noch. Das heißt, wir gucken an den Anfang, wir gucken es ans Ende, aber wir haben keine Ahnung, Blackbox sozusagen, was in der Mitte eigentlich passiert. Wie funktioniert das eigentlich? Ja. Genau. Okay. Das heißt, wir versuchen jetzt zu verstehen, was wird erkannt, wer ist es und wenn wir sozusagen die Bindungsstellen identifiziert haben, können wir die natürlich dann auch mutieren. Und dann, um das so nachzuweisen, ist das wirklich so? Und was muss sichtbar sein, damit das funktioniert? Kann ich das vielleicht fördern in der Zelle? Also kann ich das stimulieren, dass das besser funktioniert? Oder Ja. Okay. Ich habe jetzt zwischendrin immer mal habe ich eine Karte gereicht bekommen. Und das war von meiner lieben helfenden Dame mit der kleinen Information, wie lange wir jetzt hier schon aufgenommen haben. Das heißt, ich würde hier definitiv nochmal dazu auffordern, wenn jemand irgendwas an der Stelle noch eine Frage dazu hat. Wir werden einfach so. Können wir auch machen. Okay. Weil wir das hier jetzt auch aufnehmen und du kein Mikrofon hast, würde ich die Frage kurz wiederholen. Also die Frage war, wie sieht das aus mit Risikofaktoren, was Ernährung, Rauchen, Alkohol und so weiter angeht in Bezug auf die Okay, also in Bezug auf Huntington oder allgemein? Okay. Ja. Oh, ja. Ja, genau. Also bei Huntington kann ich erstmal beruhigen, oder willst du mal kurz? Genau, also nicht nur bezogen auf diese neurodegenerativen Krankheiten, sondern ganz allgemein, wie sieht das mit Risikofaktoren aus, wenn es dann um eine falsche Faltung geht? So habe ich das richtig verstanden. Gut. Okay. Also ganz dominierend für diese, ganz kurz am Anfang, für die neurodegenerativen Krankheiten, die meisten sind vererbbar, also wie Huntington zum Beispiel oder Chorea-Huntington-Krankheit. Das heißt, man hat es entweder den Eltern zu verdanken oder eben nicht zu verdanken, ob man diese Krankheit bekommt oder nicht. Die laufen in Familien und man hat eine sehr gute sozusagen Chance, das vorherzusagen,
Oder dass am Ende ist die Chance 50-50, ob man sie bekommt oder nicht, wenn ein Elternteil betroffen ist. Das ist so ein bisschen das düstere Bild. Auf der anderen Seite kann man dann auch sagen, ja, das ist aber zumindest da, wo ich ansetzen kann, ich kann mich darauf vorbereiten. Also das ist so ein bisschen vielleicht der Vorteil an dem Ganzen, wenn man das so sagen möchte. Diese neurodegenerativen Krankheiten, das ist relativ ein junges Feld und man weiß relativ wenig deshalb über diese Krankheiten, weil die lange Jahre, also vor Jahrzehnten waren die kaum bekannt. Die fing erst um 1900 rum an, dass Leute die zum ersten Mal beschrieben haben. Also Alois Alzheimer 1900 ungefähr wurde die erste Patientin diagnostiziert. Und das ist einfach deshalb, weil wir erst jetzt so alt werden, wie wir alt werden. Also wenn man jetzt wirklich weiter zurückdenkt, so, also ich will jetzt mal reich ins Mittelalter gehen, aber so davor, dann wurden wir maximum vielleicht so 60 Jahre alt und das war's. Jetzt wären wir aber alle 80, 90 und vielleicht noch die jetzt Geborenen noch älter. Das heißt, jetzt erst kriegen wir diese Krankheiten, die sich dann so manifestieren. Auch hat sich unser Lebenswandel extrem, jetzt komme ich dann auf die Frage, die Sie hatten, sozusagen sehr verändert. Wir sind wesentlich gesundheitsbewusster. Wir wissen jetzt einfach um die Schädigungen, die durch Rauchen, durch Alkohol entstehen können. Auch das für ein Experiment am Anfang, also Proteindenaturierung. Ich habe das übrigens, möchte das nur ganz kurz sagen, ich bin in Brandenburg aufgewachsen und wir haben das in der 8. Klasse im Biologieunterricht vorgeführt bekommen. Mit dem Hinweis nicht auf Proteindenaturierung, sondern eher, das passiert mit euren Nervenzellen, wenn ihr zu viel trinkt. Das war sozusagen dann einfach das Bewusstsein, dass Schädigungen passieren können an Proteinen. Das ist jetzt viel, viel sozusagen präsenter. Und dass sich Schädigungen dann anhäufen, das ist mit dem Alter, das passiert in jedem von uns. Das heißt, je älter wir sind, man kann es auch überspitzt formulieren, das Risikofaktor Nummer 1 für neurodegenerative Krankheiten ist, alt zu werden. Das wollen wir aber alle, letztendlich wollen wir aber alle gesund altern. Also wir wollen dann irgendwann umfallen, aber wir wollen nicht lange leiden davor. Also das ist so praktisch halt, was jeder sozusagen das Bild gerne sozusagen vor Augen hätte. Das heißt, man hatte diese Krankheiten lange gar nicht auf dem Schirm, weil wir alle gar nicht so alt wurden. Wir sind viel eher sozusagen an Herzinfarkten gestorben oder wegen schlechter Hygiene an anderen Krankheiten. Und das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Wir werden so alt. Und jetzt kommt sozusagen diese Volkskrankheit, wenn man so will, Alzheimer sozusagen auf den Tisch. Und man muss jetzt irgendwie damit umgehen können. Man kann gar nicht eine richtige Empfehlung geben, ob jetzt wenn man es einfach nicht weiß, also welche Faktoren, also ich kann jetzt nicht sagen, eine bestimmte Diät ist förderlich, dass man dann diese Krankheiten weniger bekommt. Das weiß einfach keiner. Also das kann man so überspitzt gar nicht sagen. Natürlich ist, je weniger Schadstoffe ich zu mir nehme oder mich sozusagen exponiere diesen Schadstoffen, das ist jetzt ja nicht nur jetzt, wir sind jetzt eine Raucherkneipe, aber auch wir leben in der Großstadt. Also wir haben halt diese ganzen sozusagen Umwelteinflüsse, die nun mal da sind, die führen alle zu Schädigungen, nicht nur auf Protein, auch auf DNA, Lipiden, Fetten, überall. Und das ist nichts davon ist förderlich. Aber die spielen für andere Krankheiten eine wesentlich größere Rolle als für die neurodegenerativen. Das kann man vielleicht so als Fazit sagen. Ja, okay. Ja. Gerne. Sonst noch? Ich habe da hinten eine Hand gesehen oder war das ein... ich wollte sagen, wenn sich jetzt noch jemand traut, dann sehr gerne kurz melden. Ansonsten werden Janine und ich auf jeden Fall noch, wenn wir hier den offiziellen Teil so ein bisschen beenden und die Lichter wieder wegdrehen, sodass wir alle in Ruhe vielleicht nochmal ein Bier zusammen trinken können, dann sind wir ja auch noch da. Vertiefe die Frage. Ich muss kurz mal. Eine Nachfrage war dann, ob Janine als Expertin, die um diese Sachen weiß, irgendwas verändert hat. Okay, also ich weiß, dass sozusagen mein Risiko, an Huntington zu erkranken, gleich null ist, weil ich gar keine meiner Familie kenne und die Familie relativ gut gemappt ist. Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie als Waise aufgewachsen bin oder so. Ich kenne meine sozusagen Eltern, die Großeltern dazu und das ist nicht aufgetreten. Ich würde mir dann eher so Sorgen sozusagen um Krebserkrankungen machen in meiner Familie, wenn man jetzt so denkt. Dass man selber anders lebt, ja, schon irgendwo. Man ist sich auf jeden Fall bewusster, dass es diese Krankheiten gibt und man wird vor allem, das will ich auch nochmal sagen, ich bin sozusagen als Biochemiker ja groß geworden, mehr oder weniger, aber seitdem ich sozusagen an diesen neurodegenerativen Krankheiten arbeite und zusammen mit Klinikern arbeite, bin ich viel sensibilisierter dafür. Also für mich ist es nicht, wie es früher war, ein relativ abstraktes Proteinmissfallungsproblem. Nein, es ist eine Krankheit. Und dann geht man anders um, ab dem Punkt. Also es gibt Menschen, wir arbeiten mit dessen Zellen
dieser Mensch lebt noch, der lebt hier in Berlin, natürlich kenne ich den nicht, aber der existiert und der ist von dieser Krankheit betroffen. Also das Bewusstsein ist einfach ein anderes und vielleicht auch ein bisschen so, wo man sagt, dass man bescheidener geworden ist. Klingt blöd, aber das ist wirklich so, dass man vielleicht so ein bisschen dankbarer durchs Leben geht, ja. Es ist ja am Ende glückbar oder nicht, dass man diese Mutation nicht hat. Ja. Ja. Da hinten meldet sie noch was. Okay. Die Frage war, was, ein bisschen allgemeiner gefragt, woraus besteht denn DNA? Sind das auch Aminosäuren? Das sind andere Bausteine, die sich Nukleotide nennen. Am Ende ist sozusagen ein Zucker, eine Base und Phosphat. Also die drei kommen zueinander und die bilden dann solche langen Ketten. Und das ist am Ende, wenn man sich will, DNA ist wie ein Wollknäuel. Und das sozusagen liegt sozusagen in der Zelle vor, im Kern, im Zellkern. Und wird sozusagen als sozusagen abgelesen. Da sind die einzelnen Gene sozusagen drauf lokalisiert. Aber dann geschützt vom Zellkern und das dann wieder alles Protein genau. Zeugs, der da drumherum liegt. Ja. Ich hätte auch nochmal eine Frage. Also Sie haben jetzt so diese drei potenziellen Anstandsdaten gefunden. Wir wissen, dass dieses Huntington's Disease wird quasi verursacht durch die Fibrillierung von diesen Proteinen. Was wegen dieser G-Mutation ist. Und das ist ein Problem. Aber wissen Sie genau, warum wie diese Mutation, diese Fibrillierung quasi verbunden ist? Weil meistens, wenn man die Ursache des Problems ganz kennt, könnte man ja die Lösung quasi daraus erschließen. Genau. Also haben Sie daran gearbeitet oder haben Sie das einfach ausgelassen und gedacht, okay, ich gucke mir jetzt nur die potenziellen Lösungen? Okay. Die Frage war, kann es sein, wenn man den Grund kennt für das Problem, dass sich die Ketten bilden, dass das eventuell schon ein Weg sein kann, wie man da drauf kommt, wo die Krankheit herkommt? Okay, also sozusagen die Mutation, also gehe ich dann, das ist vielleicht jetzt ein bisschen mehr Detail, als ich es angedeutet habe, die Mutation, die sozusagen zu dieser Krankheit führt, ist, dass es zu einer Verlängerung von einem Bereich kommt, der für eine bestimmte Aminosäure kodiert. Wir alle haben einen Bereich von dieser einen Aminosäure, die ein Glutamin ist, von ungefähr 20. Wir alle haben den. Aber wir alle werden unterschiedliche Längen haben. Und wir haben zwei Kopien davon. Jeder hat von diesem Gen sozusagen zwei Kopien. Und Sie haben vielleicht 17, 21, ich habe vielleicht 18 und 30 oder, also es variiert alles. Oder 18, 25 oder was auch immer. Und alles ist gut bis 35. Und wenn es zu einer Verlängerung kommt, also mehr als 35 von diesen Glutamin hintereinander, dann sozusagen kommt es zu dieser Fibrillisierung. Und was passiert einfach ist, dass es, wenn es zu einer Anhäufung über einen bestimmten Bereich hinauskommt von diesem, von dieser bestimmten Aminosäure, ist, dass sich dann eine gewisse Sekundärstruktur von innerhalb dieses Proteins ausbildet. Und diese Sekundärstruktur ist ein Beta-Faltblatt. Das ist praktisch eine Schichtung von einem gewissen Aminosäurebereich, der sich immer aneinander lagert. Und diese Schichtung letztendlich sind dann diese Protofibrillen und die sich dann ausufern können in richtige Fibrillen. Und wenn ich jetzt nicht diese ganz langen Stretches hätte oder diesen ganz langen Bereich, könnte sich dieses Beta-Sheet oder Beta-Faltblatt, das könnte sich dann gar nicht ausbilden. Also es würde gar nicht diese stabile Konformation auch haben oder annehmen können. Das heißt, die wird dadurch erst möglich, durch diese Mutation. Ja? Und jetzt könnte man fragen, okay, wie können das jetzt unsere Proteine sozusagen unterdrücken? Wie greifen wir da an? Indem wir uns die Frage eben stellen, was erkennen die denn eigentlich? Also wo innerhalb dieses Huntington-Proteins binden die dann eigentlich? Binden die innerhalb dieser Expansion in diesem Bereich für diese eine Aminosäure oder sind das andere Bereiche? Und wir haben das erste Experiment durchgeführt, wo wir auch das mappen konnten, also wo wir die Bindung identifizieren konnten. Und interessanterweise ist die genau daneben, neben diesem Expansion. Aber diese Bindung unterdrückt, dass es zu dieser Beta-Sheet-Bildung oder Beta-Faltblatt-Strukturbildung kommt. Das heißt, wir haben dann schon so auch, dass wir rausfinden können, und das ist absolut elementar, also Sie haben richtig einen guten Punkt getroffen, dass man eigentlich ja ganz frühzeitig ansetzen sollte. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man vielleicht Mittel und Wege finden, dass es überhaupt erst zu dieser Ausbildung von den Fibrillen kommt. Ja. Genau. Okay. Ich hoffe, ich habe es erklärt. Oder ist es damit... Okay, vielleicht noch bei mir noch. Genau.
Janine Kirstein arbeitet beim, habe ich eben schon mal gesagt, Leibniz-Forschungsinstitut für molekulare Pharmakologie. Und die haben auch eine Internetseite, wo man auch unter anderem deine Gruppe besuchen kann. Mhm. Und das ist Leibniz mit Z und ohne T, leibniz-fmp.de. Niemand schreit auf, ich habe die URL hoffentlich richtig ausgesprochen, genau, Leibniz, genau, fmp.de. Da kann man noch mehr dazu erfahren, was an diesem ganzen Institut so geforscht wird und natürlich auch das, was Janine in der Protein-Homöostase in Alterungs- und Krankheitsprozessen so erforscht. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ihr alle da waren. Wir werden auf jeden Fall hier noch in der Kugelbahn ein bisschen sitzen bleiben, auf jeden Fall ein Bier trinken. Wo ist eigentlich das Ei hingekommen? Kann ich das nochmal, weil das steht da vorne, ja, weil also der Inhalt interessiert mich nicht so, aber das ist meine eigene Sektflöte und ich finde die sehr schön, die würde ich gerne wieder mitnehmen. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Kommt gerne noch auf uns zu und quatscht noch ein bisschen mit uns. Und danke, dass ihr hier zugeschaut habt. Und wir werden dann auch auf der Seite des FMP wird es garantiert auch dann demnächst diese wundervolle Zeichnung, die hier den Abend über entstanden ist. Da würde ich vielleicht nochmal einen kleinen Applaus oder auch einen großen Applaus für Roland Brückner, unseren Zeichner. Und einen ebenso warmen Applaus für Janine Kirstein. Mein Name ist André Lampe. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, hier die Fragen zu stellen und in eure neugierigen Gesichter zu gucken. Habt noch einen schönen Abend und tschüss, bis demnächst. Das war die erste Folge von Mal ganz grundsätzlich Proteine. Dieses Mal. Danke, dass ihr euch bis hierhin die Folge angehört habt und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder so, würde ich mich sehr über einen Kommentar unter der Folge freuen. Das findet ihr, diese Möglichkeit, auf der Internetseite mgg.andre-lampe.de. Da findet ihr die ganzen Folgen, da kann man drunter kommentieren, wie auf einem Blog auch. Ansonsten freue ich mich immer über Bewertungen bei iTunes oder panoptikum.io. Da findet ihr auch Informationen zu in den Shownotes. Und wenn ihr Feedback senden wollt, könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben an mgg@andre-lampe.de oder ihr erreicht mich auf Twitter unter @andrelampe. Ich weiß noch nicht, wann die nächste Folge mal ganz grundsätzlich herauskommen wird, aber das kann nicht mehr wirklich lange dauern und schaut vielleicht einfach auch auf der Seite vorbei, mgg.andre-lampe.de. Da werde ich immer ankündigen, wenn die nächste Show ist. Das heißt, wenn ihr aus Berlin kommt, habt ihr wahrscheinlich eine gute Chance, vielleicht auch live bei so einer Aufzeichnung dabei zu sein. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Tschüss!